Heidi ho, meine Lieben, ich bin's wieder, euer G-Man. Heute leider wieder ein bisschen verspätet. Eigentlich wär Baldur's Gate dran gewesen, aber Schacholin hatte leider keine Zeit. So ist es halt. Jetzt haben wir noch ewig rumdiskutiert, was wir machen. Dann haben wir noch auf Lars gewartet. Dann hat man erst gedacht, dass wir Lethal Company spielen, aber jetzt haben wir gesagt, wir spielen mal Vulkanoids weiter. Ist ja jetzt auch schon eine Ewigkeit her, ich habe gar keinen Plan mehr. Ich weiß bloß, David meinte, es ist nicht mehr so viel. Mal gucken, ob es stimmt. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie man es eigentlich großartig spielt. Aber gucken wir einfach, würde ich sagen. Gucken wir einfach. Sonst hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr einen guten Tag hattet. Auch wenn es scheiße kalt draußen war und arschglatt. Ich bin sogar mit Fahrrad unterwegs gewesen. Also gut, dass ich mich nicht gepackt habe. Naja, so ist es. Juti, dann schalte ich die Jungs mal ein, Leute. So, da sind wir. Yo, welcome! Schön, dass ihr da seid. Lass uns gerade kurz weg. Kommt aber in Kürze wieder. Und dann heißt es Vulkanoids! Ja, mal gucken. Vielleicht fangen wir ja um 22 Uhr an. Ist doch gerade mal 19 Uhr, oder? Fast. Mal ein Späßchen, mein Häschen. Aber wir sind ja jetzt schon sehr spät dran. Na Leute, heute ist ein crazy day. Ja, so hier ist läuft das manchmal. Alles schief, was... Heute läuft alles schief, was schief laufen kann, aber wir machen das Beste draus. So ist es. Deshalb, seid entspannt, genieße, nehmt ein paar Chips in die Hand, trinkt eine Cola, entspannt euch. So, gleich geht's richtig los mit Vulkanoids. Ihr hört nur meine Kackstimme, ich werde da jetzt nicht so viel dazu beitragen, aber die Jungs sind so krass fresh in diesem Game, dass es nicht langweilig werden sollte. Oh, weia. Auch mit dieser Kackstimme. Ja. Halt wenn habe. Irgendwas mit Bild und Ton nicht hinhaut, so wie immer, meine Lieben, schreibt gerne in den Chat oder später, wenn es auf YouTube kommt, in die Kommentare. Das wäre friendly. Ah. Okay. Da. Panik, bin immer noch in diesem Kampf, ne? Die ganze Zeit. Und es sieht gut aus! Bis jetzt lebe ich noch. Na, vielleicht schaffst du das. Es wäre crazy. Crazy Motherfucker. Aber ich Motherfucker crazy. Also ich habe mal kurz reingeladen gerade. Wir haben 6 Minuten, bis der nächste Dings ausbricht. Okay, dann wartet ihr eigentlich noch auf Lars und Out und dann geht's ab. Oh. Now to Lars. Und Peiler, bist du Samstag zu Hause? Nein. Nee, der ist bei mir. Wieso? Also vormittags bin ich kurz im Garten und dann starte ich zu Jusen rüber Sarg bauen. Genau, also er wird nicht zu Hause sein. Wenn, dann müsstest du zu mir kommen. Jusen fahren? Naja, wenn du schon hier bei mir an der Ecke bist, dann ist es nicht mehr weit, wenn die Straßenbahn erwischt. Dann halte ich dann weiter und dann hochlaufen, also mein Gott. Ja, nee, bis in 10 Minuten kann ich Jusen auch die Lichtbombe reinschmeißen. Sag ihm das doch vorher nicht. Das ist doch keine Überraschung mehr. Und du wirst doch ins Sternzentrum, oder? Muss er noch irgendwelche Karten kaufen, oder? Ja. Welche Karten muss ich kaufen? Ja, letztens, wo ich dich getroffen habe, musstest du Karten kaufen als Geschenk. Für deine Eltern, glaube ich sogar. Irgendwelche Edeka-Karten oder Kaufland-Karten oder sowas. IKEA-Max-Karten waren das. Genau, stimmt. Brauche ich nicht im Sternzentrum. Die gibt es mittlerweile bei Rewe. Ja, du weißt aber ein Sternzentrum dafür. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, es war so schön. Ich werde meinen Kindeskindern davon erzählen. So. Deine Kindeskinder? Die gibt's zwar nicht, aber vielleicht, vielleicht. Vielleicht? Vielleicht gibt's Kinder von mir irgendwann in Zukunft, aber ich weiß nicht, ob die Welt für Kinder von Newsen bereit sind. So. Also, was mir gerade einfällt, meinte Berg nicht mal irgendwann wieder Zomboy zocken? Ja, Winter, aber das hat sich, glaube ich, gelegt. Seit es Lethal Company gibt. Schade, weil wenn wir das nochmal zocken würden oder so, hätte ich gedacht, dann könnte ich mal, ich habe ja noch ein Zomboid-Spiel, also bei Steam, was ich noch verschenken kann. Wollte ich ja eigentlich mal einer Community oder so raushauen. Mal gucken. Oder machen wir denn halt für irgendeine andere Sache. Mal
eine Kleinigkeit. Ach, Lars. 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 Lars ist doch nicht im Stich. Waren wir denn schon auf Ebene 3 in dem Game, David? Weiß ich oder gar nicht. Müssen wir da noch hin? Ich glaube, wir müssen auch noch den riesen Laser zerstören, oder? Ist das nicht auch eine Quest? Ja. Du meintest, glaube ich, damals nur noch Stufe 3 und den Laser zerstören. Und dann wären wir durch. Also so lang ist nicht mehr. So konnte ich mich mal an deine Aussage erinnern. Wenn wir das schaffen. Ich meine, die Roboter auf Ebene 3 sind ja denn auch Stufe 3. Wird bestimmt schon ein bisschen knackiger. Ach Quatsch. Und Spaziergang, Dicker. Spaziergang. Na klar, so am Strand, beim Sonnenuntergang. Junge. Machst du wieder ein Fass auf, Alter, obwohl es nur Kastenbier gibt, so weißt du, was ich meine. Warum Kasten, wenn du ein Fass haben kannst, ne? Amen. Miau. Oh, der schon wieder. Der Alte schon wieder. Das hast du interpretiert. Ich habe nur gesagt, der schon wieder. Das Alte habe ich nie erwähnt. Ja. So. Obwohl du die Uhr kanntest, bevor es digital Uhr gab. Und Spiel noch bevor es andere Zeiger gab. Spiel beitreten. Du kennst ja nur die Sonnenuhr von hast damals. Hast du denn geändert? Du bist übel laut. Ich würde jetzt reinladen. Sind alle ready? Ja. Na klar, ich bin sowas von dabei. Ich hoffe, der geht jetzt. Legst du uns denn ein, oder? Ich hab schon ganz feuchten Schluck. Können wir einfach Spiel beitreten drücken? Den hast du immer. Das Spiel beitreten. Ne, okay, du lädst uns ein. Ich lade euch ein. Flup. Leicht verdiente 50 Cent. Wieso? Hier ist doch G-Man und Dildo Schwengi. Beitreten hier. Beitreten. Ach, Dildo Schwengi? Ach du Heiliger. Wir sind auf jeden Fall unter der Erde. Soll der tanzen sein? Ach Lars, Alter. Oh, warte, jetzt klingelt das schon wieder, ey, Alter. Könnt ihr sie nicht einmal benehmen hier? David? Komm mal her. Geht es Lars gut? Guck mal, wie er sich verdreht hier. Ja. Halb dir die Nick gebrochen. Na, Lars macht Yoga, denke ich. Mal ins Hör stellen. Du heilige Scheiße. Okay, Rüstung musste man nachfüllen, genau. Ah, ich hatte gerade schon Angst, dass unsere ganzen Truhen weg sind, aber die sind hier, okay. Okay. So, wir sind... Ich brauche auf jeden Fall Munition und Granaten. Nee, Ebene 3 waren wir noch nicht. Ah, okay. Das ist alles bei uns noch grau. Oh, erstmal wieder reinkommen, ey, Leute. Ich hoffe, die Ecke hier unten, wo ich mich platziert habe, ist ganz okay. Aber dann seht ihr, das Leben wenigstens. Munition ist sehr ideal eigentlich, wo ich hier so ein bisschen... Nee, da. So ein bisschen drüber. Oben wird uns noch der Laser angezeigt. Laser geht in der Höhe. Genau. Das war unser neuer besiegen. Raum und hier müsste doch unser Lager sein. Ja, alles klar. War der noch was im Lager? Kann ich mir einfach irgendwo Mumpeln rausnehmen? Boah, Stufe 3 nötig. Oh, hier haben wir noch ein bisschen was. Sollte mich vielleicht auch mal auf ein paar Waffen beschränken, wa? Ich hab hier so ein halbes Arsenal gefüllt dabei. Nee, das hat er dann einfach drauf. Davon noch genug Muni, Shotgun? Ja, okay. Nee. Siehst du, die habe ich übersehen. Also passt das ja eigentlich. Das haben wir auch. Dann habe ich aber nur keine normalen Granaten. Hey, Spatz. Nehmen wir mal noch einen Stack normale mit. Was haben wir hier noch? Was waren denn die Tesla-Granaten, Newt? Na, die ist dann für die Türme. Dann haben die auch zu schießen. Okay. Okay, ich habe ja auch noch die Ist egal. Ich nehme einfach erstmal mit. Jetzt mal für die anderen Jungs auch noch ein bisschen wird. Das ist gut. Ich habe
eine, zwei extra Rüstungen bei. Okay. Dann sollte das ja eigentlich, sollte ich dann schon mehr oder weniger equipped sein. Hoffe ich. Eisenplatten ist ein Scheißteil. Wo ist denn das alles oben? Oder? Ja, so. Ist doch nicht nach. Ach doch, so. Wäre eigentlich noch eine andere Schrotflinte nehmen. Oh, wir waren Munition wechseln, David. Ah, da hat was rollen. Okay. Eine andere Schrotflinte wäre echt geil. Kann man eigentlich irgendwie noch, hat sich das verstellt bei mir, ein bisschen weiter rauszoomen? Ja, da. Oh, danke schön. Einstellungen verpeilt oder was? Die Wande benutzt. Ja, okay, lassen wir das einfach so wie das speichern. Oh, größeres Sichtfeld. Sieht alle zwar leicht aus wie du so ein Fischaugenobjektiv, aber finde ich eigentlich ganz cool. Den wird Viva benutzen? Von den Geräten an der Wand? Welche Taste war das? E? Nö. E? Nee, E ist Laden, oder? Vollständig so, behalten, nee. Doch E. Ja, doch, stimmt, E. Ja, gut. Doch. Okay. War das mit eigenem Beschuss auch? Mit eigenem Beschuss? Naja, konnte ich jemand umbringen? Weiß ich nicht. Wir sind gerade drin da. Wenn ich jetzt Peiler ins Knie schieße, nicht, dass er gleich wieder stirbt. In die Kniekehle. Ich lass mal David fahren. Wollen wir denn in Ebene 3 fahren, David? Oder haben wir hier noch was anderes? Na, den Laser müssen wir auch noch machen, ne? Ja, ich guck gerade, ob irgendwas Neues dabei ist. Na, erstmal nicht auftauchen, weil in der Minute. Naja, wir warten noch. Da oben läuft schon der Timer. Was ist der Jusen? Im Spiel hier irgendwo? Nee. Nee. Jusen hat sich das Spiel nie geholt, Diggi. Wir spielen das nur in unserer Dreierrunde. Du wolltest ja spielen. Richtig, aber ein anderes Spiel. Trainer passt nicht vorbei. In seiner Privatstory. Hättest du Bock auf LC, wäre keiner dabei. Also hast du keinen Bock auf LC. Deswegen seid ihr bei V. Und jetzt suche ich erstmal ein Kabel, damit ich die Kopfhörer laden kann. Oh, wird auch mal Zeit. Okay, ja, muss man auch machen. Weil springen. Sind zu hocken. Genau, okay, gab's auch. Okay. Erstmal wieder reinkommen. Na, und was war denn spielen? Conan. Conan, jetzt gab's ganz viel Bums. Bums. Ja. Muss ich erst wieder installieren, Ludwig. Nicht? Kommt drauf, aber da gab's auch ein ganz fettes Update. Und dann ist wohl total nicht aus. Von wo kommt die Lava? Von wo kommt die Lava? Eigentlich von da. Oder? Ja. Husch. Und wie wir sehen, sehen wir gelb. Oder ist das auch neu? Was, wenn du Q drückst? Nee, auf meinem Handgelenk ist eine ablaufende Uhr, wann der Vulkan wahrscheinlich ausbricht, oder? Na, ich glaube, das ist neu, ja. Ja, das kenne ich nämlich noch nicht. Mit den gelben, roten und aber jetzt eine dicke Watch. Smartwatch. Oder eigentlich eine Vulkan-Aids.
Watch. So, wo sind wir denn, mein gewährter Führer? Wir sind... Ach, kann ich nicht weiter rauszoomen? Ach, das ist ja scheiße. So, wir sind hier unten rechts und wir müssen hier auch oben links theoretisch. Wir haben 24 Minuten. Setzt uns irgendwo ab und wir wollen welche beprügeln. Was willst du? Welche verprügeln? Beprügeln, nicht verprügeln. Aber wir können so verprügeln, ja. Was? Geprügeln? Ja, geprügeln. Ich gehe jetzt prügeln. Ach so. Niemand hat ein Telefon mehr. Ja, ich nicht. Also schon, aber. Wie hast du das früher mal gesagt? Du wurdest verprügelt? Ich habe immer gesagt, ich gehe prügeln. Ich wurde verprügelt, ja. Ja, aber das ist ja nicht mehr so. Das war fair. Ja, das so. Den erhält mir schon wieder die Knifte in den Klöten. Ich speichere erstmal. Ja, dafür kann ich dir ja mal ganz kurz die Nasenhaare zur Seite legen. Warte. Ah, ja. Aber nur die Nasenhaare, bitte. So, wer da bereit? Na, aber eigentlich würde ich immer... schon. Warte, ich würde ja erstmal. Obwohl, erstmal, wir können ja erstmal hier hinfahren und dann können wir ja genau erstmal rauskommen. 23 Minuten. Na gut, dann tauchen wir auf. Wir tauchen auf. Hab ich eigentlich eine Rüstung an? Ja, aber. Guck doch in meinen Stream, dann siehst du. Und unten links ein Streifen. Ja, 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 aber dann stockt die bestimmt wieder auf. Boah, haben wir ein langes Würmchen, ey. Komm, eine Sache können wir noch anbauen, oder? Echt noch einen? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, also wir hatten jetzt auf jeden Fall nochmal erweitert, weil innere Röhre ist noch komplett leer. Hm. Von außen zwar nicht, aber. Oh. Geht schon ab, Leute. Coco Gadgetto! Coco Gadgetto, Schrotflinte! Coco Gadgetto, Gewehr! Boah, wer schießen die immer gleich alle tun? Ach, wir müssen die Dinger kaputt machen, wa? Ich glaube, unsere Türme, die draußen stehen, ja. Hier ist noch der Laser, Alter. Oh, was ist denn hier? Den müssen wir kaputt machen, den Laser. Nichts, das scheiße Boot ist davor. Oh, Alter! Oh! Ja, von beiden. Warum geht das nicht? Granaten. Achtung! Von rechts kommen auch welche. Ich treffe sie nicht. Achso, du musst ein bisschen vorhalten. Ja. Der Scheiße, ich kaputt. Ja, wegen dem Taser ist komplett okay. Weil du kannst doch keine Granate oder sowas finden, weil du die nicht zerstört. Der Herz ist halt kaputt. Erst bestimmt nachladen. Ja, so warten wir ja. So warten. Ja, mit der Sound können wir hier die Module. Ich frage mich, ob der Sound immer noch zu laut ist, aber ich glaube, es geht. Es ist halt hier laut. Gucken wir mal weiter. Cool, wir könnten, glaube ich, auch versuchen. Vielleicht kommen neue, Lars. Da kommt ein Panzer. Ach, kacke, ich sehe schon. Mal Granaten, aber. Ich glaube, ich habe noch so einen Granatenwerfer. Scheiße, den kann ich schon. Wo ist er? Da steht er. Ah, ich habe den Zünder weggepackt. Ich hatte hier die Zünder dabei. Ich muss noch nachkommen.
Am oben, glaube ich, den Turm abzuschießen. Das ist das cleverste erstmal. Krümmelt der Bug sich oder was? Ich wurde schwer. Wo bist du? Hier liegt nur dein Rucksack, ja, aber. Ja, wo denn? Warte mal, ich komme. Ah, ich seh schon. Damit geht gar nichts aus die Entfernung. Entfernung komme ich gar nicht klar. Ja, schieße ich ein Stück zu früh oder ein Stück? Wird das zu spät? Jetzt eigentlich noch den Laser kaputt machen oder? Ja, dann die Module außenrum. Ja. Müssen wir ja noch auf die andere Seite eigentlich, oder? Müssen wir dafür nicht in die andere Richtung? Ja, das braucht man auch, bis was droht. Ja, halt gerade gemerkt. Ganz schnell, muss ich erstmal schnell. Psst. Laden! Ich hab leider vergessen, wie wir unser Dings rufen. Wir haben doch die Munition nachgefüllt, scheiße, oder? Ah, ich glaube, ich hab's gefunden. Was ist das? Nein, was ist das? Man muss die Sachen, die er schießt, doch looten, oder? Erstmal habe ich hier mit dem Kämpfen zu tun. Nein! Du, Alter! Es kommt schnell. Schnell. Okay. Brauchst du Hilfe, Lars? Nee, alles gut. Alter! Ich hab aber getroffen. Doppel-E drückt, dann nimmt er das gleich alles. Okay, nice. Da kommt der nächste Panzer. Oh, ich bin trotzdem. Aber wir haben ja keine Granatenwachsen. Oh, ist jetzt zielenlos. Alter. Ah, oh, da ist ein Ton. Muss man mit dem vorbei zu kommen? Ja, shit. Nein. Ich sollte mir mal schnell eine Rüstung anziehen. Also, ich geh mal zur anderen Seite zu dem Ton. Ja. Ich glaube, die spawnen unendlich lange nach. Nein! Ich hab sie alle zu dir gelockt, weil David gesagt hat, wir gehen in die andere Richtung. Ich sterbe nicht. Uah. Okay, hier kommen wir nicht rüber. Hier
nebenbei erstmal alle nachladen. Ne? Bist du denn jetzt genau? Ding kommt, man kommt hier nirgendwo hoch. Was für eine Scheiße. Doch hier. Vielleicht sollten wir auch mal die bessere Munition herstellen. Ah, ich hab auch kaum Munition mitgenommen. Na, dann ruft der Ding doch. Oder gibt's dir keine Muni? Ich dachte, ich hätte Muni. Bin jetzt zum Schiff zurückgelaufen und da nach rechts. Und hier ist ein Gang, der, glaube ich, hier einmal rumführt. Wartet mit ihm. Ja, sieht gut aus. Oder so, nee, E drücken auf die Leichen. Und dann alles nehmen. Oder Doppel-E. Okay, okay. Ja, ich bin gleich da, David. Ich musste riesenweit außen rumlaufen. Wenn man aufs Schiff wieder zuläuft, wo wir weggelaufen sind, rechts. Oh, nice. Ich habe rausgefunden, wie ich die Drohnen spawnen kann. Und? Welcher Knopf war es? Q und dann 3. Was? Q und dann 3? Ja, Q, dass du dein Armband hast. Und dann ist es die 3. Da gibt es dann einmal Schild und einmal Heal. Wie bist du denn da hochgekommen? Ich bin hier einmal außen rumgelaufen. Da bin ich ja auch. Ich bin ja hier unten. Ja, na, rechts dich halten. Da kannst du da an der Seite hochlaufen. Also unser Schiff wird die ganze Zeit beschädigt. Lars, bist du zu Hause? Warte. Ich bin gleich wieder da. Ich guck mal, wer hier... Irgendwo hochlaufen. Pass auf, das Geschütz ist aber hier noch an. Ich mach mal von der anderen Seite den Generator kaputt, vielleicht geht das dann aus. Hier ist keiner, der uns beschädigt. Hat das aus. Wir müssen aber rechtzeitig zurück, wenn wir noch 12 Minuten. Aber hier ist keiner auf unserem Schiff. Ah, ne, okay, das Ding ist immer noch an. Nix. Pass auf, das ist ein bisschen. Boah, leck das! Gut, haben wir doch geschafft, Hier. Ja. Hier oben Rüstung und Leben nachfüllen. Oh, warum geht Rüstung nicht? Ich glaube, meine Rüstung ist vorbei. Egal. Das haben wir geschafft. Haben wir noch irgendwas anderes? Nö. Das hängt ja ein schön. Ja, es leckt mega. Ja, jetzt leckt es gerade, ja. Warte, ich stelle mal den Stream runter. Ich gucke. Oh, ich bin hier ständig an. Ich springe von einer Ecke in die andere Ecke. Jetzt müssen wir da hinten wieder zurücklaufen, David. Oder? Ich wollte mal gucken, ob er hier ist. Ich... Das ist alles ein bisschen karg. Oh. Na gut. Oh, vielleicht können wir da hinten auch links lang laufen. Die anderen haben sich schon verkrümelt. Ich sehe ihn nicht. Ja, links können wir auch noch langlaufen. Oh, von hier bin ich gekommen. Ja, dann kommt er genau, wenn er geradeaus weiterläuft, einfach um eine Ecke links und dann kommt er zum Schiff genau. Und wir haben letztes Mal so eine Mining-Drohne von uns. Ist unser. Und die sollte man schön sammeln, dann brauchen wir das nicht machen. Wir müssen halt nur noch die Gegner looten. Oder halt mal ein anderes feindliches Schiff zerstören. So ein Maulschlüssel bei? Soll ich vielleicht das Schiff nochmal reparieren? Nö. Hab ich nicht. Was hast du deine Sachen mittlerweile? Ja, hab ich alles schon wieder, na klar. War denn hier der fucking Eingang? Die haben sich verkrümelt. Am Anfang und hinten. Also an beiden Seiten.
Der mein David. Jupp. Da bin ich. Ah, lass, ich hätte dich sogar wiederbeleben können. Ja. Naja, so bin ich halt ein paar Mal. Wir haben bald keine Muni mehr, oder? Granaten haben wir bald keine mehr, ansonsten. Na, hier sind ganz viele Granaten noch drin. Ne? Schrauben habe ich. Ah ne, das sind Raketen. Oh, das Techniker. Hochraketen sind geil, oder? Ich glaube, wir haben aber keine Raketen mehr. Aber wir können doch die Raketen werfen, das ist doch wie ein Raketenwerfer. Wenn nicht auch irgendwo ein Dings für Schrott? Hier ist noch nicht das. Erstmal hier gucken, wie da geht jetzt hier. Unser Lagerriss schimpft ja sonst wieder mit mir. Mach doch, was du willst. Da ist Schrott. Mach doch, was du willst. Guck mal, mach doch was du willst einfach, Digga. Ach, du machst auch Eisenschrott einfach rein, ja. Okay, gut, alles klar. Wir haben noch keine extra Kisten dafür gemacht. Dann habe ich noch irgendwelche Rohre und Schrauben. Alle klar, der Bandit. Jetzt sagt er, mach doch was du willst und nachher dann wieder. Ja, wir hatten das hier wieder drin gebaut. Digga, ich würde das Spiel eigentlich nur zu Ende spielen, aber dann ist mir ja. Seid doch nicht immer so schnippinistisch. Gib dir gleich mal schnippinistisch, mein Freund. Ja, du, ich werde einen Fehler in dein Fahrrad bauen, du. Das fährt 2 Minuten und dann... Bin ich tot. Nein. Dann fällt das Rad ab. Und dann bin ich tot. Na, man kann töten. Ach, das sind wirklich Rad. Wir müssen, glaube ich, mal Hardcore-Munition herstellen, Freunde. Die MP habe ich, glaube ich, liegen lassen, weil die scheiße war, ne? Kettenwerfer war auch blöd. Ne? Granaten in der Hand, die Hand. Rüstung und Muni müssen wir herstellen. Eben habe ich noch, okay. Und Granaten. Ne, die Granaten habe ich weggenommen. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gerade welche in der Hand gehabt. Wie ging da das denn nochmal? Der hat ja mir die aus der Hand geklaut. Oder stellst du schon her, David? Kann ich? Na, hier am Fertigungsdings. Okay. Und dann bei Munition, dann kannst du das unten einreihen. Achso, ja, da müssen wir gucken, Herr Frachtung, das ist ziemlich frei. Du musst in 6 Minuten abtauchen, ja. Jo. Fehlende Gegenstände. Kupferdraht. Oh nein. Ja. Was, Kupferdraht? Mhm. Eisenpatronenhülsen. Und Kristall. Okay. Warte, ich habe aus Versehen E gedrückt im Lager. Ich habe eine ganze Menge eingesammelt. Nicht gut. Das stimmt, das geht ja hier alles rein, ne, wo du vorstehst. Ja, genau. Ah, so war das. Was haben wir denn hier alle geschickt? Hier nehme ich schon mal mit. Und dann verteidigt die. Die nehme ich auch mit. Okay. Bringe ich schon mal alle wieder rüber zur Munition. Dann könnt ihr da vielleicht schon mal was nehmen. Hast du den Schraubenschlüssel rausgenommen? Nein. Ach, da ist er. Ja, ist gut.
Flitze, Flitze, Flitze. So, räumen wir das mal auch noch weg. Nein, ich hab's abgebaut. 3 Minuten. Warum kann ich den scheiß Turm hier nicht? Ach, ich habe kein Reparaturkit mehr. Okay. Gedrückt halten. Hast du eigentlich im Schiff eine Pistole in der Hand? Hast du Angst? Sagen, wir tauchen ab. Sieht jemand am Hebel? Sind alle drinnen? Ja. Welchen Hebel? Warte mal. Also ich habe keine Sturmgewehrmunition und so. Und bestimmte Granaten kann ich auch nicht mehr herstellen, aber ich habe soweit ein bisschen was aufgefüllt hinten. Ja, ist doch gut. Mach ich doch schon. Wieso 2 Minuten hatten wir noch locker geschafft? Oder nicht? Ach. Hey, ich hatte nur Erinnerung, dass es eher okay ist. Ich weiß, wir hatten schon mal in Erinnerung, dass wir. Jetzt wieder runterrutschen. Oh, das ist über 60 Meter lang, das Schiff. Zeigt nämlich an hier, wie weit Dildo entfernt ist. Und ja gut, da man braucht fast eine Minute zum Abtauchen. Was ist da? Jetzt hätten wir noch locker eine Minute gehabt. Ja, aber sicher ist sicher. Hättet ihr alle nochmal Pipi machen gehen können drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ist denn das? Wo sehe ich den Überblick von dem Schiff? Das Ganze. Ja, ich muss erstmal selber hier gucken und mich wieder zurechtfinden. So mit O und ohne R. Ja, wie gesagt, Sturmgewehr und MP-Muni haben wir halt nicht für unsere eigenen Pistolen. Für die Türme schon und Granaten haben wir halt nicht so viele. Weil ich habe ein bisschen was hergestellt, nehmt euch den Rest noch. Bevor wir dann nochmal losgehen. Aber ich glaube, wir haben auch gar keine Rüstung mehr, ne? Ja, wir müssen sie mal alles herstellen. Ich bin auch out of money. Wir brauchen Eisenrohre, David. Wollte ich die herstellen? Wie viel? Alter, da drückst du dir einen Ast. Du musst einmal pro Rohr drücken. Ich glaube, du kannst Shift drücken oder so. Shift? Ah, dann macht. Ah, alles klar. Dann macht er 5 und Dings. Ja, okay. 5er Schritte sind ja auch gut. Moment, Ober, zeig die Karte an, was, oder was sagen wir, für den wieder aufzutauchen, zu den anderen beim Kerl. Die ist auch eigentlich.
erstmal rausnehmen, oder? Da, ich hab dir was hingelegt. Nehmen dir jetzt eine Kiste. Muss man Kristall auch erst herstellen? Nee, ne? Das heißt, wir haben einfach nicht mehr im Dings drin. Ja, die grünen Kristalle waren gerade ganz, ganz viele draußen. Hätten wir abbauen müssen, ne? Na, dafür haben wir doch die Abbaudrohne. Macht das doch automatisch, Digi. Ja. Okay. Weil er trotzdem steht neben dir in der Kiste mit deiner Eisenrohre. Eine Kiste? Ja, steht da neben dir. Weil ich wusste nicht, wo ich sie hinpacken sollte. Also, du wolltest Eisenrohre haben. No. Ist wenig, aber ist was. So, ich geh mal lieber zur Seite. Wo fahren wir denn hin? Gucken, ob wir an die dritte Ebene führen können. Ich glaube, hier mussten wir nur noch den Laser zerstören, ne? Den haben wir jetzt gemacht. Also er wird nicht mehr auf der Karte angezeigt. Also ich hoffe es, da steht zur nächsten Ebene. Ne? David, du sagtest, wir einen Player umstellen. Welchen Player muss ich denn da umstellen? Entweder auch automatisch oder experimentell. In Jellyfin, ja. In Jellyfin. Ja, das ist irgendwie bei Einstellung oder Konto und. Okay, wegfinden. Aber ansonsten ist es gut aufgebaut. Das Ding gefällt mir, also. Ist nicht schlecht. Sandstein, Passage zum nächsten Bereich. Bohrer 2 benötigt. Hier okay, komme ich nicht hoch. Ne, mal gucken, ist hier noch was. Okay. Wenn ich hier ins Schiff gucke, Aufwertung. Wir haben sogar einen Stufe 3 Bohrer. Wir in Stufe 3 bohren. Kann sein, dass wir die Ketten vielleicht noch verbessern müssen. Müssen halt bloß wissen, was wir besorgen müssen dafür. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir Munition und wieder Equip haben und dann müssen wir schauen, ob wir noch was ausbauen können. Ja, und wir brauchen halt Kristall für die geilen Munitionsarten. Ich weiß nicht mehr, wie wir die ganzen Sachen bekommen haben. Kann sein, dass wir auch erstmal wieder ganz nach oben auftauchen müssen, um uns die Motorräder irgendwie im Bauplan davon zu finden. Ich weiß es nicht, ob die nur ganz oben sind oder ob man die hier unten auch finden kann. Keine Ahnung. Wir gucken uns hier erstmal um. Man kann theoretisch auch so ein Schiff platt machen und so, wenn wir eins finden. Ich habe bloß keine Rüstung, also muss man vorsichtig sein. Nix ist hier. Flock. Warten, haben sie die dritte Ebene noch nicht ausgebaut? Wir sind noch nicht in der dritten Ebene. Achso. Wir können da nicht runterfahren. Wir müssen erst einen Weg finden, meinst du, oder was? Ne, ich sehe das Symbol, aber ich kann mich da nicht durchbohren, das ist das Problem. Oh, okay. Denn die Regierungsbahn. Wie langsam man mit dem dicken Teil ist. Kann die Dinger aber auch nicht. Ah, okay. Kapitän, Auftragsbeschreibung. Im dritten Bereich reisen. Hattest du jetzt schon Rüstungen hergestellt oder sollen wir noch welche herstellen? Na, ich habe gerade erstmal Material hergestellt, Digi, damit wir überhaupt Rüstung und Munition machen könnten. Können endlich den dritten Bereich erkunden. Begib dich dorthin und bau Material ab. Auftrag annehmen.
Animum. Ah, okay. Okay. Aber bei Aufgabe stand doch gerade 0. Achso, nee, weil ja, wir haben jetzt erst den Laser platt gemacht und dadurch haben wir ja wieder einen neuen Auftrag bekommen, denke ich mal. Ja, bin ich blöd? Ach nee, doch, die muss ich ja. Ah, hier, Legierungsbarren. Soll ich Legierungsbarren Stufe 2 oder was brauchst du? Ja, habe ich schon gemacht wegen dem. Achso, okay, weil ich hier oben gerade bin. Oh, Kristall kann man auch herstellen. Bin da blöd. Weil ich die ganze Zeit Kristall für Muni brauche, warum stelle ich es dann nicht her? Ja, ich bin Rohkristalle. Ja. Muss man genau. Also kann man erstmal 300 machen oder so. Und halt ordentlich viel Schießpulver. Ich lasse uns das dann gleich aussieht, wenn wir. Weil wir brauchen. Nee, Stück 3. Kern, was fehlt uns denn? Dann natürlich noch Schwefel. Uns fehlt der Kern, es fehlen die Ketten. Gruppe 3. Stell erstmal Kern. Bitte. Kern haben wir noch nicht. Und Ketten. Ich weiß halt nicht, im Lager haben wir eigentlich nichts Dolles. Hier ist überall Null drin, weil wir ja alles jetzt nur noch in den großen Dings geschmissen haben. War nur ein. Ist das Kernfeld? Ein haben wir schon. Einzige, was man mitbringen kann, sind Schrottplatten und so eine Sachen und Roboterteile. Davon haben wir noch. Ach so, nee, stimmt. Wir brauchten noch einen Hochofen und ein verbessertes Kettenteil, dass wir. Wie gesagt, wenn du mir sagst, was du brauchst, ich kann auf jeden Fall im Lager gucken, wenn da noch was rumliegt. An Material, wenn es da nicht in der Haupt Kiste, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, ist. Naja, ich guck vorher erst, ob wir es herstellen können, aber ich glaube, die Module müssten wir mal einsammeln. Wie gesagt, sonst produziere ich hier recht viel. So, wir sind noch, sind wir noch abgetaucht? Wir sind oben. Warum ist das Lager denn so klein? Achso, jetzt war falsch. Du warst falsch. Einen fucking Deswegen haben wir doch hinten angebaut, oder? Um da die ganzen Öfen reinzubauen, weil es hier zu eng wurde. Kannst du dich noch erinnern, David? Weil ich sagte, damit wird hier alles dann wieder zu enge. Deswegen wollten wir das alles so ein bisschen nach hinten bauen. Und da hast du aber erst gesagt, naja, müssen wir das erst ausbauen. Weil könnte man ja hinten nochmal eine Fertigungsstation, Raffinerie und alles hinsetzen. Also Forschung nicht. Damit wir zwei Sachen gleichzeitig schnell produzieren können oder so, weißt du? Der macht zwar alles hintereinander weg, bis zu 5 oder so, ne? Aber wenn man doch von den Geräten jeweils 2 oder 3 später haben, dann kann man wesentlich schneller noch Sachen herstellen. Ja, aber wir sind gerade voll ausgelastet, wenn ich gucke. Obwohl, noch nicht ganz, aber ist schon. Ja, unsere Energie ist im Minus. Das ist das Problem. Wie kriegen wir die in Plus? Nein, unsere Kernplätze sind fast voll. Das heißt, wir können halt nicht mehr anbauen. Weil wir deswegen brauchen wir einen neuen Kern, dass wir mehr Kerndinger haben. Und damit wir mehr Kohledinger setzen können. Aber ich glaube, ich habe noch Kohle im Inventar. Müssen wir jetzt Kohle und ein Kernding bauen. Wir müssen einen Hochofen noch finden von den Typen. Oh, okay. Und du meintest, die Baupläne sind wohl nur oben, oder was? Nee, das könnte in Stufe 3 sein. Okay. Okay, der ist immer noch ganz, ganz fleißig am Herstellen. Oh, wartet mal. Nee, jetzt sind wir nur 220. Und es geht ins Plus. Nice. Das. Die hatte ich noch mal im Inventar. Die habe ich, glaube ich, letztes Mal hergestellt. Mhm. Ja, die Energie ist jetzt bei 350. Nee, aber den Hochruf kann man nur finden und das ist dann wahrscheinlich. Aber wir haben schon einen, also könnte auch sein, dass wir den hier noch finden.
nochmal, aber es sieht nicht so aus, als könnten wir den herstellen. Wir können den Hochofen nur zu Daten machen, aber den Datenform aktuell nicht. Verklappen. Jetzt haben wir volle 800. Aber die noch rapide schnell runter. 93, 92, 91, wie viele Sekunden? Was hast du denn da dann drin geworfen? Was denn, wo dann? Na, hier hinten, damit er da dann Kernplätze 220 und jetzt eben gerade hatten wir Energie 800, jetzt haben wir noch 777. Gehen wir doch mal stehen rüber. Ist hier jemand draußen? Nein. Wo bist du denn? Hier. Da, warte, da. Ganz hinten am Arsch. Im Arsch. Hier, da, guck, da. Da ist es. Siehst du da, Energie geht langsam runter. Das ist unsere verbrauchte Energie sozusagen, ja? Ja, wir verbrauchen, nee, gerade haben wir Plus. Also wir verbrauchen 46 und kriegen aber 65. Ach so, weil das hier oben auf Minus geht, dann ist das 97, 96 die Energie. Na aber gut, okay. So viele Roboterteile brauchen wir gar nicht, oder? Kernplätze? Nee, guck mal, dann guck mal hier, wo ich hin gucke, hier. Da stehen ja Kernplätze und darunter steht Energie und die geht langsam runter. Ja, aber solange sie noch voll ist, ist alles gut. Okay. Das hat sie gerade von 200 auf 5 gebracht. So. Ja, naja, aber wir haben auf jeden Fall einen Plus übrigens. 12 Minuten. Und du kannst eigentlich alles, was zumindest metallmäßig ist und so, aus dem Lager mal in die Verarbeitungslager-Dingens. Wie wollen wir das nennen? In den Ofen gepackt? Keine Ahnung. Soll ich jetzt noch Rüstung herstellen oder? Ja, brauchen wir ja. Also ich habe keine. Weil wir sonst uns immer Targets hinbauen, damit ich mir wenigstens noch eine Reserverüstung mit bei habe. Oder wollen wir nur auf Targets gehen? Du hast ja auch keine Rüstung an, David. Ja, na, ich habe 6 Rüstung. Also beziehungsweise... Wir haben eh nur noch 12 Minuten. Na, wir können ja wenigstens dahin fahren, wenn wir es schaffen, und dann wenigstens mal gucken gehen. Können wir schon mal kurz geguckt, dann warten wir einen Vulkan ab und danach können wir die ganzen Dinger erkunden. Genau, ne, wir müssen nur dran denken, die Rüstung, die können wir jederzeit wieder auffüllen, solange wir einen kleinen Zipfel haben. Mhm. Dass wir die nicht... was? Okay. Hier Natur ist Rüstung. Ich hab doch eine an, oder nicht? Achso, okay. Naja, eher eine Ersatzrüstung vielleicht noch. Wenn das geht. Könnt ihr mir ja noch sagen, wie ihr wollt, danach richte ich mich dann. Lieber Montag. Lieber Dienstag. Nee. Okay, David hat gesprochen. Dann wird's Montag. Okay. Ja, du hast gesagt, dir wäre es egal bei sowas. Also von daher, da nehme ich jetzt einfach mal. Das habe ich so nie erwähnt, glaube ich. Nie. Oder? Niemals. Jetzt kann ich noch ein bisschen Muni herstellen. Wo waren denn die normalen Granaten? David, wir können ja noch mal kurz auftauchen. Wir haben noch Zeit. Nee, bitte nicht. Außerdem war das hier sehr böse. Also das ist schon hier Stufe 3. Aber wir haben die Quest gemacht. Naja, wie gesagt, kamen wir gleich zwei so eine fliegende Dinger, die hier ballert haben an. Ja, dafür müssen wir vorbereitet sein. Aber ich habe es ja vorher auch nicht gesehen. Ich habe ja vorher draußen geguckt. So. Nee, deshalb. Ich habe es ja auch bloß gesehen, wo ich die Außenansicht, die lustige... Die lustige oder die nicht so lustige? Na, die lustige. Sind wir unter der Erde oder müssen wir noch abtauchen? Nee, wir sind unter der Erde. Okay. Oh, ja stimmt, ich stelle noch die Sachen her. Scheiß drauf. Ach, jetzt zeigt er dir auch, wenn du hier mit dem Maus überall rufst, zeigt er dir auch die Gradzahl an und ob das fest ist oder... Oberflächenerde oder Magma. Das ist auch neu. Was? Ich hab dich. Ja, wenn du auf der Karte bist. Ein bisschen geile Muni her. Wenn du auf der Karte bist und mit der Maus irgendwo ruf ist, dann zeigt er dir eine Seite an, was das ist und die Gradzahlung. Das ist auch neu.
Achso. Ja, stimmt. Hast du dir noch eine Rüstung rausgenommen, Lars? Heißt du? Ja. Ist noch eine drin? Gesagt, wenn einer noch ich hab eine. Ich hab eine. Und noch eine extra Rüstung. Hast du die auch bei? Ich hab. Papa, ich hab auch eine extra Rüstung dabei. Das ist schön. Aber klar doch. Super. Ich stelle auf jeden Fall immer noch Sachen her, wenn die Platten durchgelaufen sind, dann wird noch mal extra Munition und die bessere hergestellt. Aber wie gesagt, ihr könnt euch hier hinten schon mal equippen. Normale Muni ist auf jeden Fall da. Zwar leider nicht viele Granaten, außer wenn ihr einen Granatwerfer benutzt. Dann könnt ihr euch da auch Granaten für den Granatwerfer noch dicker rausnehmen. Stelle ich aber auch noch mal welche her, also läuft da denn alles durch nebenbei. Granatwerfer habe ich ja nicht. Haben wir denn ihn hier in der Schublade? Warte. Ich hab den Schrotflinte, ich hab den Marschallgewehr, hab so eine Offizierspistole. Achtet reicht ja. Willst du Granatwerfer haben oder willst du lieber Granaten zum Werfen haben? Eigentlich ist es ja egal. Nee, ich hab auch noch so mit 2 oder 3 Granaten zum Werfen. Das ist alles gut. Ist aber auch kein Ding, dir das Teil herzustellen, Lars. Also. Ja, aber ich hab ja unten alles voll. Das stimmt, da hinten muss der Granatwerfer hat eine lange Knifte geschafft. Aber es ist nicht so wild. Ich kann ja mal gucken, was er kostet. Ist ja eh was wahr. Wo ist er denn? Da unten. Oh, ist voll simpel, das Ding. War hier nicht irgendwo so ein Guckding, wo man mal gucken kann? Ja, hier vorne, Digi. Rechts neben dem Steuerrad. Ach. Nicht, dass ich hier wieder den falschen, den Auftauchhebel oder sowas betätige, weißt du? No, der ist direkt daneben, glaube ich. Ja, deshalb ja. Oh, wir tauchen auf. Hoppala. Also, nochmal alles. Sowieso, ach, speicher mal, David. David, wir können sowieso auftauchen. Da oben ist schon Asche. Ja, aber ich würde sagen, wir bereiten uns erstmal noch alle vor, dass jetzt auch alle genug Muni haben. Ja. Ich habe alles auf jeden Fall. Ich warte dann theoretisch, oh, jetzt leckt es gerade ein bisschen, nur auf euch und dann... Los. Warte, ich guck mal, hier habe ich 80 Schuss. Das ist zu wenig. Hier habe ich gar nichts. MP-Muni habe ich nicht hergestellt. Pistolen-Muni kannst du nehmen, sogar verbesserte. Schrotflinte ist ganz viel da. Und Scharfschützengewehr oder Gewehr habe ich auch gemacht. Und sonst kannst du bloß Granaten für einen Granatwerfer noch rausnehmen. Ein 20er-Slot oder so. Und wenn ein Panzer kommt. Und halt auch die Schockgranaten wegen den Targets. Aber dann müsstest du alles haben eigentlich. Und wenn Lars auch genug Muni hat, dann... Ja, ja. Müssen bloß dran denken, Q drücken, ne? Wegen den Turm, ja. Genau, damit wir den Turm dann rufen. Q und welche Taste ist denn das? 2 bei mir. Wir können ja erstmal gucken, ob wir... A, die geben uns Schutz und B, können wir uns halt heilen, ne? Ich bin mal gespannt. Ebene 3. Oh, wir haben neue Aufgaben. Ich nehme die mal an, wa? Verbesserte Ketten. Achso, genau. Wir können ja die Aufgaben machen. Drills. Und Forschung. Forschung. Oh, ich habe jetzt natürlich nicht gemerkt, was es war, ne? Wo war es denn hier unten? Forschungsstufe 3. Ich lasse die Quests einfach erstmal. Nimm sie alle an. Ich habe sie alle angenommen, ja, aber was wir jetzt nun wie machen? Verwendet das Steuerrad beim Drillship-Kessel, steuert zur nächsten Landestelle. Lande? Landestelle, ja. Was haben wir hier noch? Auftrag Angriff 3. Verwende das Steuerrad beim Dualship-Kessel, Steuer nach... Ja, okay. Die beiden Missionen haben es war schon mal in die nächste Ebene, witzig anhört. Klicke auf Orte, die Hintergrundkarte und sofort zu bewegen. Wir initialisieren das rote Symbol. Klicke auf die Schaltfläche an der Oberfläche. Okay. Also hat das eigentlich alles was damit zu tun, dass wir in Ebene 3 kommen, damit wir auch die anderen... Ebene Sachen machen können. Müssen wir die Bus noch erforschen, oder wie? Das habe ich bloß nicht verstanden, wie es
geht. Wir haben nicht alle Baupläne. Wir sind jetzt schon in Ebene 3. Wir müssen hier nur jetzt das oben nur erforschen und gucken, wo wir was finden, wo wir... Wir müssen hier Sachen herstellen, ne? Damit wir die Erforschungssachen... Ich raff das gerade nicht. Raffinerie? Fertigung? Nee, wir müssen die Türme oder die Module herstellen, damit wir bessere Sachen benutzen können. Aber ich verstehe nicht, wie das bei der Forschungsstation funktioniert, David. Wir müssen jetzt erstmal... Wir brauchen eigentlich erst die Baupläne, oder? Sozusagen, ja. Wir müssen die Dinger erstmal upgraden. Und dafür müssen wir aber die Quest machen, dass wir die Dinger überhaupt bauen, upgraden können. Ah, na klar. So, also dann würde ich sagen, ich gehe mal jetzt zusammen auf die Quest. Und dann können wir auftauchen, dann machen wir die platt und dann... Machen wir die platt. Ja, wir müssen halt erstmal auf die Helikopter schießen. Die sahen ziemlich böse aus. Aber deswegen viel Gewehrmuni mitbringen. Oder wenn sie dicht rankommen, die Schoddy auspacken. Die Piste fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Ja, mit der verbesserten Muni, ja. Mit der normalen reicht es zwar für die fliegenden Dinger, aber für die anderen ist schwer. Geil ist natürlich das MG, aber man hat auch das Gefühl, die schlucken übel viel. Aber du kannst halt schön hintereinander wegrotzen. Und der Granatwerfer ist halt auch geil, wenn da mehrere kommen und du schießt da drei Granaten rein, dann sind es eigentlich schon die 5-6 Leute tot. Das Gewehr ist halt auch cool, erst recht, wenn wir die verbesserte Muni nachher haben. Ich glaube, dann haut das nochmal ordentlich rein. Freue ich mich schon drauf. Frag mich bloß, ob es verbesserte Muni auch noch für die MP und fürs Sturmgewehr gibt. Eventuell. Seid ihr ready? Ja, also meinetwegen ja. Achso, Lars. Ah. Ja. Das war nur frei. Weil da gleich nebenan ist auch anscheinend Dings. Also gleich Randaglumanda, ja? Ja. Hatte ich gespeichert gerade eben? Ich weiß es nicht, David. Habe ich nicht drauf geachtet. Dann rennen wir da jetzt zu dem Ding da nach hinten, ja? Oder wird? Nach rechts. Ja, erstmal alles abschießen, was hier in der Nähe fliegt. Aber erstmal ein Panzer. Oh, falsche Muni. Oh ja, das brauchen wir. Echt jetzt? Jetzt schießt er auf mich? Ansonsten, wenn er keine Dings mehr hat, kannst du auch mit der Spitze kaputt machen. Oh, da kommen welche. Doppel-E geht auch, sagst du ja, Dave? Ja. Mitgenommen. Die Kette läuft noch. So, dann würde ich sagen, dass da hier in 200 Meter, dass wir da mal schnell hingehen. Ne? Genau, sofort. Ich sprinte im Sauseschritt. Hör mal. Kommst du, Lasi? Ja, ich guck kurz gerade. Na, da vorne, 200 Meter geradeaus. Bisschen nervig mit den Icons, dass die nicht durchsichtig werden, wenn man drauf guckt. Wäre ganz cool, weil so kann man sehr sehen und wenn man drauf guckt, durchsichtig. Oh, was fliegt denn da drüber, David? Da kommt fast ein Panzer raus. Ja, die Helis müssen wir vielleicht als erstes aufschließen. Da oben so. Ach du Kacke. Zurück, ja, zurück. Noch ein bisschen zurück. Ja, ich ruf mal unser Ding hier mit vorne. Ja, mach das.
Stell's mal wieder auf. David, stell's auf! Das kommt doch, Mann. Ach so. Da hinten kommt noch weg. Oh, guck mal, da kommt ganz viel. Oh nein, die sind auseinander gefallen. Ich geh's mal holen, ja. Sonst vergessen wir es nachher, es ploppt ja auch weg. Das lockt schon mal den Panzer ran, oder wir gehen ein Stück vor und stellen da das Target an. Oh, mein Inventar ist schon voll. Ist nicht cool. Kann das einer hier noch einsammeln? Hab ich. Alter, wer schießt denn da schon? Lass mal immer zusammenbleiben, vielleicht, Leute. Bloß wenn wir zu viel Beschuss geben, dass wir dann flankieren von links und rechts. Mann, ich treff den da oben nicht. Ich auch nicht. Jo. Da kommt ein Panzerpfeiler. Ja. Das crackt. Ja, die Leute sind weg. Dann lass wieder zurückziehen jetzt. Ja, ja, ich ziehe mir meine Frau nochmal. Ich bin tot. Warte, ich kann nicht wieder beleben. Okay. Da kommen jetzt 5, 6 Leute. Pass auf. Lars, pass auf. Ja, ich bin noch. Ich hab bloß eine Bombe gesetzt da drüben. Oh Gott, waren die hier? Ja, wir müssen drüben unbedingt reinkommen. Das ist so das Problem. Können die repariert werden? Die fallen manchmal zu Boden und stehen wieder auf, die Gegner. Hab ich einer holen? Ich lieg hier noch. Ja, warte, genau. Ich sehe bloß keinen mehr. Ich kann nicht nachladen, ey, so eine Scheiße. Ja. Achso, unsere Drohne haben sie gleich kaputt gemacht. Das ist gut. Panzerung, ne? Wir müssen irgendwie vorne einfach bloß schnell reinkommen. Ja. Stell das Ding lieber da oben auf, David. Doch, ich hab's. Ja, ich wollte erstmal für Burn nochmal hier nehmen. Oh, da ist hier so ein Fliegeteil. Ich will eigentlich bloß schnell rein in das Teil, Alter. Und da einfach nur schnell rein rushen, dann. Oh, es haut ab. Rücken einfach die ganze Zeit im Kreis rum, habt ihr gesehen? Da ist noch ein Panzer. Ja, da fehlt. Da fehlt aber schon das Hinterteil. Boah, es leckt. Ja. Aber
Vincent ist noch einer, genau. Oh. Und dann haben wir eigentlich alle. Das hat sich einfach cool. Ey, bleib hier, Panzer. Haben noch alle, Leute. Ja, das mit der Rüstung war unnötig. Eine neue Rüstung und alles brauche ich auch. Auf jeden Fall muss ich mir viel mehr Granaten für den Granatwerfer herstellen. Schade, Alter. Das ist voll schwer zu dritt, so ein Drillship jetzt einzunehmen, Stufe 3. Ja, wir müssen wahrscheinlich eher nach vorne rushen und gleich. Naja, aber da müssten wir alle mal mit einem Granatwerfer, jeder 40, 50 Schuss bei. Und dann immer rauf da, damit man überhaupt rankommt und alles außer Gefecht setzen kann. Wir können jetzt hier erstmal looten, noch die Häuser. Oder waren wir sonst mal besser auf nicht? Nee, die waren nicht so schwer zu. Ja, ja, die sind jetzt Stufe 3, Digi. Okay. Ich wäre Stufe 2. Ist eigentlich auch, Jani, ob das so gut für die Zähne hier ist an dieser Säge, wenn die wohl da an dem Handschutz Schleifen und Funken ergeben. Ich glaube, dann werden sie eigentlich stumpf, aber naja. Ja, war das eins der Haus. David, holst du unsere Drohne wieder zurück oder ist die kaputt? Nee, die kann man eigentlich überall so hinschicken. Okay. Also. So. Wirklich, verabschiedet mich. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß. Ich gucke noch ein bisschen im Stream zu, aber hier bin ich auf jeden Fall erstmal weg. Hallo. Bis denn, die. Haut da rein. Schönen Abend euch. Viel Spaß euch. Haut da rein. Tschüss, tschüss. Okay. Auf der anderen Seite ist noch so ein verlassenes irgendwas. Ja, Amboss oder was? Nee, du Schmelzdings. Ich sehe kein Schmelzdings, sehe einen Amboss und sehe zwei. Hier sind Diamanten drin in dem Inventar, aber ich kann die nicht nehmen von dem Typen, wieso und das nicht? Fällt es dein Inventar voll? Ja. Nee. Hier sind da aber in der Mitte noch freie Slots. Warte, ich gucke. Oh, eigentlich. Bisschen laggy hier heute. Dann lege ich mal das Getriebe ab und mach mal die Diamanten eigentlich. Ja, jetzt geht es. Hä? Obwohl hier noch freie Slots sind. Okay, naja, dann sind die wohl doch nicht so frei. Naja, Diamanten sind wichtig, wie so ein Getriebe. Okay, ein bisschen Sturmgewehr-Muni und Granaten muss ich mir mal einpacken. Hier hört sich irgendwas sehr böse an. Achso, nee, vielleicht war das unsere Drohne, okay. Ich wollte gerade sagen, hier ist eine Strecksauung. 8 Minuten haben wir noch. Okay, da konnte gar nichts doll herstellen. Scheiße. Fehlt denn schon wieder? Auch nix. Wo hat er denn? Bin ich blind? Ah, hier 22 Stück. Ne, die stellt er jetzt, ja. Hat er sich die Sturmgewehrmuni hier rausgenommen? Nö. Bin ich blind, Leute? Ah, da kann man schon sagen. Oder hat er die einfach nicht hergestellt? Doch, da. Also? Blind. Keine Ahnung, warum die nach oben gerutscht sind, aber ist halt so. Blind wie ein Maulwurf. Ja. Boah, ich kann ja schnell meine Füße nass machen gehen, Mann. Ich komm mal lieber rein. Seid ihr alle drinne? Nein, stopp. Wieso? Bin ich noch in der Stadt unterwegs.
Du hast noch 56. Hergestellt? Also ich auch schnell so abtauchen, der David kommt, los! Genau um die Ecke. Nicht weit weg. Da hinten bist du. Warte, warte, warte. Da! Hast du hier sehen? Nee. Okay. Ha! Hat getroffen? Cool! Jetzt abtauchen. Alter, da macht der einfach die Tür vor mir zu. Das geht. Und lieber andere... wovon, was wir hier angegriffen werden. Da ist ein Panzer. Wo denn? Willst du abtauchen? Nee. Wo denn? Ich würde den platt machen. Na dann, wo ist er? Hinter uns? Nee, vorne. Ah, das ist ein Taser-Panzer. Okay, dann hätte ich einen Bock auf den. Wir haben nur noch 5 Minuten, also 4 Minuten, dann waren wir ungefähr. Oh, die andere Seite hat irgendwo. Oh, da kommt wieder so. Oh, da kommt ein großes. Oh, nee, hier kommt noch so ein Taser, so ein Taser-Knallkopf. Okay. Ja, lass uns abtauchen, komm zurück. Oh, hier sind Kristalle drin. Grüne, brauchen wir die? Ich würde abtauchen. Ich komme gar nicht. Los, komm, schnell, Schwengi. Und los, nein. Und, bist du drinne? Nein. Oh, nein, denn, Lars? Wir sind beide draußen. Und du quetscht jetzt nein. David ein. Zack, Sandwich, David ist tot. Ich werde erschossen hinbei. Danke. Cool. Ey. Ihr sagt, wir gehen rein, ich gucke und... Ja, wir gehen rein. Du rennst rein und machst zu. Wie kann ich denn wieder auftauchen? Sofort? Normal drücken, ja. Okay, warte, ich komme wieder hoch. Ich liege da. Oder komme ich da falsch? Aber was ist mit dir eigentlich? Du wurdest in der Tür eingequetscht? Ich bin tot, ich wurde eingequetscht. Ach, Mann. Ich spiel mit euch nicht mehr. So, ich verstehe dich nicht, Digga. Wir sagen, wir gehen alle rein. Du rennst rein, bist alleine und machst die Tür zu. Verstehe nicht. Ist er da hinter mir gewesen? Ja, hinter dir, aber dann du bist vorne. Warum machst du denn die Tür zu? Der Letzte macht die Tür zu, nicht der Erste. Da liegt eine Leiche, warte. Ich ja, komme. Ich... Soll ich sie mit reinschleppen? Du hast noch 4 Minuten. Nee, du musst mich holen. Oder? Achso, wenn wir wieder oben sind, dann kann ich mich wiederbeleben. Dann hole ich mir jetzt doch so. Ich bin hier. Da. Warte mal. Der G-Man liegt hier. Soll ich dich wiederbeleben? Warte, ich kann ihn wieder. Ich kann ihn wieder beleben. Achso, okay. Na dann komm. 3 Minuten 50. Ich fasse den Hebel jetzt nicht mehr an. Da. Jetzt müssen wir noch den Schwengi warten. Ich bin drin. Okay, ist alles abgestürzt. So. Lars, kommst du auch mit drin? Ja, ich komme rein. Oh, irgendeiner schießt hier. So, alle drin? So. Ich bin jetzt drin, ich fasse jetzt nichts mehr an. Ich stelle mich jetzt hier nur noch hin. Schön. Aber schön, wie David da zusammengequetscht wurde. Notch. Wäre lustig gewesen, wenn es sich durch die Tür reingedrückt hätte. Ja, dachte ich eigentlich auch erst, weil die Tür geht vorher zu. Als kleine Presswurst, oder? Genau, da hat jemand was verloren, Fall. Ist an der Rüstung aus dem Schritt gefallen. Ich gehe ganz nach hinten und schäme mich und mache mir schnell einen Kaffee. So. Ich fasse hier nichts mehr an. Nichts. Ich bleib hier einfach nur noch stehen. Hast du die Mission eigentlich hier schon gemacht mit den verbesserten Ketten? Nee, wa? Nein, habe ich nicht. Ich bin eher nur am Munition und Sachen herstellen, damit wir Munition und so herstellen können. Damit wir genug haben. So, und für den Kern brauchen wir. Das läuft da halt durch. Deswegen bräuchten wir noch eine zweite Fertigungsstation, David, oder eine dritte. Haben wir vielleicht noch welche? Warte mal, ich geh mal gucken, wir haben ja Schränke. Die Fertigungsstation ist oben. Oben ist die große. Ja, warte doch mal, hier unten sind auch noch Schränke. Vielleicht haben wir noch mehr.
Oben ist die große? Oh. Nee, nicht da, wo du bist. Ja, ja, vorne, bei uns vorne. Ja, ist klar. Ach, nee, Forschung. 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 Hä? Forschung. Verarscht. Kannst du Sachen herstellen? Ah, okay. Ah, okay. Die hier oben funktioniert halt nur gut, wenn wir aufgetaucht sind. Also die funktioniert dann besser, weißt du? Stellt man denn Schwarzpulver her? Das müssen wir finden, ne? Schwefelerz. Ja, das müssen wir finden. Ja, das Schwefel kann man aber... Ja, aber brauchen wir. Wir haben auf jeden Fall kaum noch was. Alles andere wird en masse hergestellt. Dann heute eigentlich zum Armbrot. So, kein Armbrot gegessen, Digi? Nee. Hm. Oder nicht, nicht du? Ich nicht, hab ich doch du. So, dann gucken wir mal einfach, wo wir. Hier würde ich vielleicht nicht nochmal auftauchen. Das war ein bisschen stressig. Aber vielleicht sind die jetzt abgetaucht und wir können hier entspannt. Ja, Waldland. Na, hier fliegt schon eh ein Teil rum.
Was ist das? Lava-Passage zum nächsten Bereich. Es gibt sogar noch einen Bereich. Und 4 brauchen wir dafür. Warum ich jetzt nochmal das rüber? Das geht. Die haben auch noch 4 Minuten. Hier ab. Ab ihr taucht. Wir tauchen auf. Aus dem Pop. Judith, dann befindet sich noch viel im Prozess. Ihr könnt hinten euch Munition nehmen und hier vorne ist auch produzierte Muni drin. Könnt ihr euch ja nochmal komplett equippen. Und packt euch gut viel ein. Ich habe auch viel gemacht. Und sonst nehmt euch noch das dicke Sturmgewehr mit. Habe ich auch ein paar tausend Schuss gemacht. Packt euch so viele Granaten wie möglich ein. Das wäre auch super. Einen Wurm gesprengt? Wurm. Wurm. Das ist nicht schön. Wir haben ein Loch in der Seite. Aber ich habe keinen. Ich kann es nicht machen. Hallo? 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 Wer hat uns denn angegriffen? Ich bin nicht freundlich irgendwie. Ach, haben wir die ganze Zeit schon das Loch in der Wand? Okay. Nee, seit gerade eben, glaube ich. Ich habe zwar Schraubschlüssel dabei, aber ich kann es nicht umdrehen. Nee, wir müssen da am besten wieder ins Wohnmodul hinklatschen. Ach, okay. Und habt ihr euch equipped? Wie gesagt, hier vorne war noch viel drin und hinten ist halt auch, ne? Ich hab mein fast ganzes Inventar mit Munition voll. Kriegsanfrage oder was? Ich hab 1, 2, 3, 4, 4,5 Reihen mit Munition. Naja, okay, nee, die beiden weg. 4 Reihen mit Munition. Komplett. Also 20. Um allen möglichen. Ja, verdammt. David, bis wann muss die Maske? Aha. Welche Maske? David. 16.
Okay, schaffen wir. Wie heißt die Maske? Jing Bing von Genghis Khan? Nein, von Legend of Zelda oder so? Oder? League of Legends. Oder League of Legend? Von Jin ist die Maske. Ja, jetzt grübelt der Peiler erstmal bestimmt. Nö, alles gut. Ich habe zwar nicht viel League of Legends gespielt oder so, aber ein bisschen weiß ich ja auch Bescheid. Hab aber erst gedacht, wo du gesagt hast, Zelda Majora's Mask. Den Teil, wegen der Maske. Aber die habe ich auch schon gesucht, die wollte ich mir auch schon machen, aber nee, die habe ich noch nicht gefunden. Die würde ich auch nehmen. Wenn du schon einmal druckst, kannst du bitte gleich zweimal drucken. Ja. Wie gesagt, du kriegst auch Geld dafür. Ich sag dir immer wieder, ich gebe dir auch gern Geld dafür. Und du sagst, nein, ich mach das gern so. Das geht nicht ums Geld, aber David seine Maske war jetzt 19 Stunden drin. Also, es dauert immer ein Stückchen, weißt du? Hier für das. Du weißt, du bist doch sonst im Garten immer eingeladen zum Essen und ja, zum Trinken. Ja, ist doch gut. Dustin seins, hat jetzt auch, glaube ich, 21 Stunden gedauert. Aber ist dafür in einem Stück rausgekommen. Das ist natürlich cool. Wie hieß das Ding? Nein, ich hab schon wieder gedrückt. Was ich für das Ding gedruckt hab, David? Sailor Moon hieß das Ding, oder? Ja. Mit der Katze, genau. Und da waren die Haare ja schon notwendig, weil die Haare ja so dünn und so. Ich weiß nicht, warum die da so einen riesen Bogen dran gebastelt haben. So. Also, wenn wir nochmal raus wollen, bevor der Vulkan ausbricht, müssen wir jetzt gehen. Ich stehe die ganze Zeit draußen und gucke von draußen. So. Ist die Frage, habt ihr hier unten jetzt schon geguckt? War hier irgendwas? Nee, hier war ja nicht, weil. Ist so, unsere Drohne unten eigentlich noch unterwegs, die abbaut? Ja, aber ich glaube, die macht keine Rohdiamanten. Okay, da brauchen wir Stufe 3 dann, oder was? Kann gut möglich sein, ja. So gucken wir ja in dem Spiel doch noch ein bisschen. Ja, ne, ich habe gerade gesehen, die haben Stufe 4. Ich hätte gedacht, dass wir das heute zu Ende bringen, aber da, hat mich wohl getäuscht, wo die letzten Folgen immer, vom Stream. Also falls ihr alle davor gucken wollt, gerne bei S&G präsentieren vorbeigucken auf YouTube. Da könnt ihr euch alles reinziehen. Wo wir das schon vor, ich weiß gar nicht, wie viele Monaten gespielt haben. Und ja, wir werden das auf jeden Fall, hoffe ich, in den nächsten Wochen noch zu Ende spielen, soweit wie geht. Sag mal, bei so einem Spielen ist ja zu Ende spielen auch immer schwer definiert. Hier ist nichts, würde ich sagen, oder? Außer, dass es leckt wie Sau, ist hier nichts. Ja. Okay. Aber wirklich rein gar nichts. Ja, aber ich sehe doch hier noch Rohdiamanten auf der, oh, warum der liegen Karte. Jetzt hier auf oder ist es über uns? Oh, oh. Lars, hier lang rechts. Ich wollte gerade sagen, ich bin falsch gelaufen. Diamanten, wo siehst du Rohdiamanten? Da, wo ich gucke. Diamanten, wo sind da Rohdiamanten? Hier vorne ist ein so ein Ding, ja. Mehr nicht. Achso. Das war's, David. Wo sind die anderen 5, 6, die du gesehen hast? Zeig mal. Hier, ich hab da auch gefragt, ob da welche waren. Bei mir hier. Jetzt rennen wir dir alle hinterher. Ja, ich renn wieder rein und mach die Tür zu. Und dann. Dann. Bin drin. Maxi, stell den Hebel! Alles da. Ach, Scheiße, ist ja nicht der Hebelraum. Ist ja ganz woanders der Hebelraum, ey. Wir brauchen toll noch einen Hochofen. Ja, schön. Achso, warte, bevor wir abtauchen. Haben wir hier einen Mini-Roboter zu stehen? Ein Mini-Roboter? Wieso? Was ist das hier? Na klar, hier. Achso, die Figur da, ja. Achso, ich dachte. So, also es sind alle drinne. Wenn du möchtest, kannst du den Hebel aufziehen. Erstmal verbesserte Ketten. Erstmal schneller. So, und für einen besseren Kern. Oh, schon. Aber weil du sagtest, Maske drum. Ich habe halt viel coolere drum, David.
Ich habe den Millennium Falcon entdeckt. Den Millennium Falcon? Und den nicht mal klein. Jetzt überlege ich, ob ich den in 8 oder 9 Teile oder 10 Teile schneide und den dann ausdrucke. Dann könnte er vielleicht ca. 80 bis 90 cm lang sein. Das wäre schon geil. Weil der ist sehr detailliert. Weil ich hab mal geguckt, von Lego kostet das Ding ja 800 Flocken, Alter, ey. Puh! Und, na gut, ich muss sowieso erstmal ein bisschen Harz bestellen, aber... Also, Millennium Falcon wäre schon geil. Der würde mir schon sehr gefallen. Halt die von Lego, die spinnen doch ein bisschen mit ihrer 800 Euro. Wie ist der ja nicht? Sind das so viele Steine, oder... Ich weiß nicht, solange es Leute, glaube ich, bezahlen werden, die Dinger. Ja. Aber ey, das wäre mir ein bisschen zu viel. Ich mag ja die Lego-Sets auch, die sind ja geil, aber 800 Steinchen ist mir ein bisschen. Aber wirklich nur ein kleines bisschen. So. Also ich kann hier nichts weiter upgraden. Wir könnten natürlich jetzt hier noch stehen bleiben. Was sagen denn die Quests eigentlich? Achso, wir brauchen noch ein Modul Stufe 3. Und wir brauchen einen Analysator. Müssen wir einen Forschungsschütze? Nee. Da kommt von hinten jetzt ein Analysator. Analysator. Ich hab alles schon wieder nachgeballert. Dann lass mal weitermachen. Sind alle drin? Dann würde ich erstmal kurz abtauchen und nochmal. Den hinter dir. Also oh ne, ich war jetzt nicht drin, aber ja, ich war gerade wieder. Na dann, Lars, tschüss. Ja, Dicky Winky. Wir sehen uns nach dem Vulkanausbruch, wenn wir deine Asche überhaupt noch finden. Diamanten. Diamanten. Hier wäre ein Dreier irgendwas. Oh, die haben Tesla und Panzer. Also hier könnten wir dann hoch und würden dann quasi hier rüber zu diesem Drei-Sterne-Schiff fahren. Aber wir suchen Forschungsschiffe, obwohl wir haben jetzt gerade schon. Vorher brauchen wir einen oder mehr. Sind wir ja auch schon wieder ganz anders. Super. So ein Arbeitsschiff. Hier wäre ein Forschungsschiff. Hoch, hoch. Nice, nice.
Perfekt, jetzt können wir auch den, wenn wir aufsteigen, den nächsten Kern machen. So, und jetzt wäre es am besten, wenn wir hier in der Nähe. Oh, perfekto! Mehr oder weniger. Ah, da ist jetzt zwei Fliegen. Von Aua machen. Ehe ich mich hier verklicke, lade ich jetzt erstmal, speichere ich jetzt. Ja, okay. Erstmal Material. Wir haben erstmal genug Stuff, genug ist hergestellt. Können wir noch ein bisschen rumballern. Ach, die fliegen runter und fliegen dann hoch. Okay, gut zu wissen. Nach unten und hoch. Nach unten und hoch. Nach unten und hoch. Da fliegen sie hin. Ja, vielleicht ein bisschen voll mit der Cola. Ja, vier Luftschiffe. Wie hat der denn gerade eine Cola gebracht? Klar. Brauche ich bloß meine rechte Augenbraue hochziehen und dann bringt sie mir das. Aha. Oh, cool. Naja, ist fast wie mein Kind wie dazu. Aber außer dass mein Kind mir mal den Boden voll kleckert. Ach nee, war die linke. Bei der rechten bringt sie jemanden um. Deswegen mache ich das erst halt. Okay, Kehle. Alles klar. Kehle oder bei Männern auch sehr oft erst recht, wenn Sommer ist und sie Shorts tragen, Hoden. Genau. Boden. Das wollte ich gerade sagen. Aber nur den linken. Ja, ja, der rechte muss bleiben. Naja, gut, bei mir ist ja durch das Thema, also kann Bede. Kann Bede haben. Was verlierst du auch Gewicht? Genau. 2,50 Gramm. Kiebitz. Hm. Ach, vielleicht komme ich mal wieder auf 90 Kilo. Muss ich selber lachen, 90 Kilo. Genau. Genau das. Ja gut, aber 110 halt nicht mehr. Also das ist schon mal. Ich glaube, ich bin schon kurz vor der 100. So, du bist du. Ich habe ja auch keinen Bart mehr, deshalb bin ich ja viel leichter. Deswegen hast du den abgemacht? Ja. Okay. Und wie viel Kilo waren? Wir haben vorhin von der Ostsee noch ein Video geguckt, Dick und Milo. Da habe ich noch Glatze und Bart. Oh, dachte ich mir so, ach, das war eigentlich so schön. Aber ja, jetzt ist auch okay. So, ich habe auch nochmal Rüstung vorhin hergestellt und so. Also ihr könnt euch da noch voll bedienen hinten. Ich würde jetzt die 3 Minuten hier noch warten, ehe der Vulkan ausbricht, weil auftauchen wir abtauchen macht, glaube ich, wenig Sinn. Und dann gucken wir mal, die fahren ja wahrscheinlich, ändern eh ihre Orte. Die sind besser als 30. Aber was ich gerade gesehen habe, dass sie da überall 3-4 Flugzeuge haben, das wird schon. Ich habe mich gut ausgerüstet, also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ausschaut. Ja, müssen die dann halt nur. Ja, wir müssen es halt recht schnell machen, das ist das Problem. Und wir müssen eigentlich zuerst ins Hauptgebäude rein, der Rest ist eigentlich die Rille. Ja, die fliegen ja schon, wenn wir auftauchen. Ich kümmere mich um die ganzen fliegenden Apparillos, die knalle ich irgendwie ab und dann mal sehen. Position halt hier noch. Zumindest. Warte, ich gucke mal. Ah, ich habe ja immer noch große Anzeigetafel. Titanplatten. Und Diamanten. Und Kristalle. Und Kupferplatten. Kupferschrott. Schmeißt hier alles in den Hauptdings drin beim Steuerrad. Wenn du sowas hast. Da schmeißt du einfach alles rein in den Haupt. Ich komme. Sonst wird mir gleich wieder unterstellt, dass ich das irgendwo alles bunker. Da brauchst du nicht wegräumen, einfach da reinschmeißen jetzt mal. Wir brauchen das eh alles, es muss alles gleich verarbeitet werden und es wird in der nächsten Stufe genau das gleiche sein. Das braucht man jetzt gar nicht erstmal nach hinten bringen. Außer wenn wir Übermasse davon haben. Ich weiß schon, warum ich das so sage. Dann gucken wir den Vulkan zu. Da hinten ist noch ein Vulkan, was mit dem eigentlich?
Nehmen wir mal ein paar Granaten. Ah, wir brauchen zwei anderen. Wie tut er nicht? Das ist nur der hier. Atompilz. Irgendwie hatte ich aber die Gefühl, sagen, grafisch, wurden, wenn das hier explodiert und so, alle mal ein bisschen besser aus. Hatten wir nicht Legierungsbarren? Wofür haben wir die denn jetzt verbraucht eigentlich? Weiß ich nicht. Jetzt musst du welche herstellen. Kalaschnikow. Ja, drei Stück haben wir. Noch. Haben wir hinten die Giebelze haben? Und nee, hier müsste ja, noch eine drin sein. Ja, aber nee, ich habe ja mein normales. Ich habe das Gewehr, die Schrotflinte. Damit bin ich schon sehr gut mit dem Marshallgewehr und der Schrotflinte schon ganz gut. Okay. Waren hier nicht vorhin in einem Kasten noch Waffen drin oder war ich blöd? Den hier habe ich dazu gemacht. Da war doch noch so ein Teil drin, oder? Naja, egal. Großer Anzeiger hat jemand hergestellt. Oder haben wir die gefunden? Wie man sieht, sieht man nichts. Hat jemand aufgetaucht? Ich hab aus Versehen das vom Weiten. Ich wollte eigentlich bei mir was umstellen. Aber wir sind ja nicht mehr in Gefahr, oder? Oder wollten wir nicht auftauchen? Ich hab jetzt nicht geguckt, wer jetzt hier oben nicht wer jetzt hier ist. Nee, wenn nicht, das wenn sieht man doch eh nicht, David. Das ist doch alles Silent Hill. Ja, stimmt. Auch wieder abtauchen. Nee, ich hab hier. Selbst wenn ich hier so weit weg stehe, so wie es gelb aufleuchtet und ich drücke hier was. Ich wollte eigentlich was. Dann tauchen wir wieder. Ich sollte mal lieber nach hinten gehen. Ich stelle mich ganz hinten in die Ecke. Und warte einfach, bis es soweit ist. Ich denke mal, das ist die Frage. Ich weiß jetzt. Ne, hier ist jetzt das andere Schiff. Zwei Sterne und drei Sterne. Ja, aber wir brauchen eigentlich das Forschungsding. Na okay, na, dann wieder los, dann weg und Tisch und Tops. Sind alle drinne? Keiner? Ja, Tür ist zu. Tür ist zu. Dann gucken wir mal unter der Erde. Vielleicht gibt's da ein paar bessere Wetterforschungsstationen. Das wäre ja geiler als die Union. Keine Ahnung, mir ist gerade nicht besser in einem Fall. Wäre auch geil, wenn gleich wieder 10 Zuschauer weniger. Was waren das, welche die ich gerade gemacht habe? Das war, ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Mann, wie heißt denn der Titel? Alles schon unter. Wird so lange. Astronaut. Genau. Stell dir mal vor, das Lied würde von Herbert Grönemeyer gesungen werden. Das wäre nochmal ganz andere, Alter. Ich Kebab! Was? Kebab? Ach so, nicht Kebab. Ah. Ja, wir haben früher immer gemacht. Ich Kebab? Ah, ich hätte ja Minigun. Die sind nochmal eine ganz andere Nummer. Na, mal gucken. Pack mal gleich einen Granatwerfer aus. Oder? Nee, mit den Goldenen wollte ich mich jetzt nicht gleich am Anfang anlegen. Wie so an, also ist auch ein Schiff leider. Aber zwei schöne Rohre. Ich hab nur ein kurzes Ticket. Kann dir aber auch gerne was mit mehr Pep anbieten. Sehr gut. Hat was, was? Schlitzen. Ja. Naja, oder eher oldschool. Ah. Du willst, kannst du gerne mal an meiner Schraube nuckeln oder was das hier ist.
lutsche nirgendwo dran. Ich guck dir mal in die... Ich guck dir mal ins Auge. Jetzt mal im Schlippi gucken. Du musst mal im Stream gucken, wie das aussieht. Ja, also achso, mein Kopf ist hohl, ne? Ja, und ich sehe nur ein so ein Auge von der Seite. Sieht echt toll aus. So, wer hat er denn bereit? Ja. Vielleicht. Okay, weil hier fährt zwar ein Panzer rum, aber der sollte vielleicht am Anfang kämpfen. Wir rennen dir hinterher und ich kill alles, was im Weg ist. Ich bin bei dir, David. Attacke. Du hast aber keine Rüstung an, ne? Ja, ich bin noch bei. Du hast einen Strickpulli an, das reicht. Der ist mal hochtrauen. Das sieht ja hier wieder. Achso, hast du die Rüstung schon weggepackt? Ist die, die sind gleich neben uns. Ich habe soweit alles aufgefüllt, was ging. Und alles andere, was ich nicht mehr reingekriegt habe, habe ich halt im Hauptdings gelassen. Ne? Die sind nicht weit weg von uns. Ich gehe mal spielen. Gut, da unten rennt schon die erste. Wo müssen wir hin, David? In die Richtung, ja? Da unten kommt noch ein paar. Ist doch egal. Wir müssen eigentlich müssen festmachen. Scrollen. Das ist egal, wir brauchen nichts angreifen, was uns nichts bringt, Leute. Nein, aber... Das ist nur Zeitverschwendung, wir haben nur 20 Minuten. Lass doch lieber was machen, was uns bringt. Ja, aber da kommt doch ein Panzer auf uns zu. Außerdem können da auch Forschungsteile drin sein. Ja, hier war schon mal gut. So, hab mal aufgehalten. Ich verteidige mal unser Schiff. Im Arsch! Das kriegt nämlich voll auf die Fräse. Die Fräse? Warte, da. Ah, hier ist mir noch ein Panzer auf der anderen Seite, wie der aussieht. Ich komm bloß nicht hin. Nee, das sind die krasseren Wege. Ich höre schon. Da oben, Ja, die nehmen unser Schiff gut auseinander. Also alleine ist das gut. Oh. Jetzt ist aber im Arsch. Oh ja, die hauen da richtig Löcher rein. Ja, ja. Das müssen wir jetzt erstmal reparieren, bevor wir weitermachen. Nein, nee. Ich würde erstmal neu laden, weil das. Das neu laden? Nein, nein! Was davor gespeichert. Und warum willst du jetzt neu laden? Na, weil hier hinten alles komplett zerstört ist. Digga, wenn wir gleich wieder wegrennen und hier spawnen Gegner, dann ist es genau das gleiche. Da können wir noch nicht jedes Mal neu laden. Ja, wieso? Wir haben doch gespeichert, bevor wir aufgetaucht sind. Na, dann lad mal. Oh, gibt's doch bessere. Oh, es gibt noch bessere Granaten, ne? Hochexplosive Granatwerfergranaten. Ladevorgang 90%, was ist denn jetzt los? David hat neu geladen, hat er doch gerade gesagt. Achso, okay. Dann wissen wir gleich, dass die von hinten kommen und. Ich hoffe mal, dass das so ist, ja. Oh, ich hab gerade so schön getötet. Nichts schön. So. Wir tauchen auf und rennen gleich nach hinten. Okay, Papa, machen wir. Und der taucht auf. Ja. Yeah. Schon lange unser Wurm. Na, ist nicht schlecht. Ich hab ohne Rüstung gemacht. Und Tür auf und los und hü. Boah, da können wir ja da drüben die erstmal. Das ist dann bei.
Trifft da kein einziger Schuss? Ich kümmere mich um den Panzer, ja, Leute. Alter. Schauerhaken. Ah, jetzt. War aber auch kurz vorm Abschnippeln. Hier ist einmal Dings auf Lauf. Hilfe. Ja. Lars, du bist schon da fast tot, lass doch mal auf. Ich hab's doch gerade aufgeladen. Ich hab's doch bereits hergestellt alles. Alter, wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich bin die ganze Zeit vor euch, also kann ja nicht sein, dass du mich das siehst. Ah, hier neben dir bin ich schon. Aufladen. Da, und. Oh! Und noch einer. Ich kann das gar nicht alles einsammeln, Alter. Ich hab zu viel Muni bei. Da oben fahren der ja. Ja, wir müssen an das Schiff ran, Leute. Ist immer noch die gleiche Taktik wie vorhin. Wir fahren aber total. Wir fahren aber total ganz da runter. Ach, Menno, ich komm zurück. Weil die greifen jetzt zu schnell. Oh nein, ich bin gestorben. Ich bin auch tot. Na geil. Okay, schnell, ich komme. Leute, die sind hier schon dicht dran, also ich kann hier nicht mehr viel machen. Was soll ich denn machen hier alleine? Zu dritt schafft man das nicht. Oder wir sind alle viel zu schwach. Ey, ich bin schon wieder tot. Ach nee. Na, dann lad neu. Guck ich. Na, was willst du jetzt noch machen? Hat doch David vollkommen recht. Die kommen immer wieder nach und jetzt sind viel zu viele. Naja, ich kann mir nur vorstellen, dass wir halt unsere Türme ein bisschen mehr upgraden müssen vorher. Ja, wir müssen alles upgraden, Dicker. Also. Ist ja nicht nur die Türme und so. Wir brauchen alle die beste Munition. Wir brauchen die guten Waffen. Wir brauchen eigentlich alles upgraden, mehr oder weniger, wenn wir mal sowas machen können. Naja, wir haben es da. Also vorher war es oder damals war es immer so, wir haben quasi nur die Roboter und die Panzer erstmal besiegt, um die Bauteile quasi zu bekommen. Aber Digga, also so schnell wie die jetzt gerade nachspawnen. Es ist unmöglich. Ja, du musst ja eigentlich ranrennen, versuchen, so wie wir es früher gemacht haben, ein Loch reinsprengen, um das aufzuhalten, dass welche nachspawnen können. Die Teile brauchen wir ja noch gar nicht. Wir brauchen die Teile erstmal nur, die droppen. Wir brauchen hier diese Forschungsmodule und alles. Wie willst du das denn machen, wenn dauernd welche nachkommen, Digi? Da kannst du doch nicht welche killen und sammeln gehen, wenn gleich wieder eine Welle nachkommt. Das ist das gleiche wie jetzt, nur wir hätten nebenbei noch alles einsammeln müssen. Also hätte ich nicht geschafft nebenbei. Ja, aber wir haben auch nur Türme Stufe 1. Also wir brauchen ja quasi, wir bräuchten erstmal diese Granatwerfertürme und sowas, dass wir darauf umstellen und diese Taser-Türme.
Na, was brauchen wir denn dafür? Na, wir bräuchten jetzt auch eigentlich, na, erstmal Priorität wäre, dass wir diese Legierungsbarren 10 Stück bekommen. Weil dann können wir das Kernmodul Stufe 3 herstellen. Und mit dem können wir dann ganz für ans Schiff neu anbauen. Okay. Aber dass wir hier noch so ganz viele Teile und alles Mögliche haben, weißt du, ja? Also. Ich weiß ja nicht, was man dafür genau braucht, um das herzustellen. Also, wir haben so viele Roboterteile und diese. Was sind das eigentlich? Nennen es mal Baupläne, Stufe 1, 2, 3. Nee, wir können es schon herstellen. Wir müssten quasi nur einmal auftauchen. Obwohl, das könnten wir in der zweiten Ebene wieder machen. Waren das da? Weil ich meine, so sind wir als Person eigentlich schon mal ganz gut equipped. Es ist okay. Ist jetzt nicht perfekt. Aber das, unser Schiff, wie du gerade gesagt hast, ist halt wirklich für den Arsch. Das ist noch so Stufe 1,5 und wir spielen gerade Stufe 3. Sag mal. Naja, unsere Türme sind halt Stufe 1. Ja, geil wäre, wenn man sich halt auch einen Panzer bauen könnte. Ich meine, ohne Witz, wenn du das Pech hast, wie jetzt, 2 Panzer kommen von einer Seite und vielleicht noch ein Panzer von der anderen mit Truppen. Was willst du denn da machen? Wenn du brauchst ja alleine schon mit dem Granatwerfer, sag ich mal, bestimmt, kommt drauf an, wie gut du triffst und wie dicht du dran bist, 10 Schuss. Einen Panzer und nebenbei wirst du ja noch von allen anderen beballert. Jetzt kamen ja noch diese Drohnen, diese Riesendrohnen dazu, nenne ich sie mal. Die sind auch riesenmies. Ist schon nicht ohne, du. Ja. Ja, hier ist auf jeden Fall erstmal still. Hier können wir dann mal kurz, dann müssen wir jetzt hier die Runde quasi erstmal aussetzen und alles herstellen. Wie gesagt, wir können leider auch nur Sachen herstellen, wenn wir auch aufgetaucht sind. Weil dann müssen wir das machen. Aber wir können den Kern jetzt schon mal herstellen und dann kann man gucken, ob wir irgendwie schon. Wir müssen zwar dann auch wieder Munition dafür herstellen, aber es gibt ja auch noch diese Granatwerfertürme. Ja, na, aber wichtig wäre auch, dass wir noch Abbaudrohnen Stufe 3 und sowas herstellen. Weil wenn wir jetzt hier rumschimmeln, könnte die halt schon mal ein bisschen was nebenbei abbauen, was wir an seltenen Materialien brauchen. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir die überhaupt bauen können. Weil rechts, ganz unten müsste das sein, ist ja die Mission, dass wir jetzt erstmal Forschungsstufe 3 herstellen müssen. Ja, dann müssen wir das dafür tun. Brauchen wir aber noch so einen Analysator. Davon haben wir erst einen, wir brauchen zwei, ja. Beziehungsweise kannst du mal gucken, was wir noch dafür brauchen. In welchem Gerät? Können wir mal kurz ein Brot schmieren. Beim Grün ist es, glaube ich. Das ist Forschung. Das hat schon geforscht. Ich glaube, damit wir das machen können, müsste ich mal die ganzen Roboterteile rüberräumen, sonst bringt das nichts. Ja, wir brauchen, glaube ich, Forschungsmodul Stufe 3 oder so. Ich habe keine Ahnung, David, ich sehe da auch gerade nicht so ganz durch. Bin vielleicht ein bisschen blöd, aber... Na, wenn du im Grün drin bist. Ja, ohne Witz, ich verstehe das mit den Symbolen und was da fehlt jetzt gerade nicht so wirklich. Ich habe es gesehen, ja. Aber was mit anfangen, weil ich es so noch nie gemacht habe, kann ich gerade noch nicht. Deswegen hole ich jetzt, ja, wie gesagt erstmal alle Roboterteile rüber. Weil man die wohl braucht, die Köpfe und so eine Scheiße. Nee. Wir brauchen 3 Forschungsdaten und 2 Analysatoren. Kannst mal gucken, ob wir Forschungsdaten Stufe 3 haben. Das müssten die grünen. Warte, wie sehen die aus? Eine grüne Dreieckslampe. Wissenschaftlerkopf. Das sind alles Roboterteile. Alles grün, was Stufe 3 ist, kannst du mal gucken, ob wir davon was haben.
Ich denke jetzt mal nicht, weil wir Stufe 3 Typen noch nicht wirklich gekillt haben. Ach so, ja genau, stimmt. Wir müssen die. Ah, stimmt. Wir müssen wieder die Köpfe von denen nehmen und die können wir dann, also die Wissenschaftlerköpfe können wir nehmen und da dann halt quasi die upgraden zu Forschung 3. Und dann können wir den. Naja. Also nee, eigentlich müssen wir mal gucken, obwohl das wäre vielleicht auch noch eine Option, dass wir hier im ersten Untergrund nehmen. Was kostet denn eigentlich die blaue Munition? Eisensachen, also Eisenrohre und Eisenschrauben oder irgendwie so was. Also alles aus Eisen und nicht aus Kupfer. Hm. Ah, hier Eisenpatronenhülle und Kristalle. Ich hatte doch vorhin. Habe ich gedacht. Irgendwo? Nee. Welche? Gesehen? Ja. Nee, warum ist die hier oben, ne? Stimmt, hier kann man ja auch Munition und Granaten herstellen, oder? Oder? Oder was ist das? Na, die hier hinten an der Tür, wo das Lager ist. Ne, ich glaube, da kannst du die Sachen nur rausholen. Ah, okay.
alles nach vorne gebracht, was noch hinten war eigentlich. Ja. Ich denke, das sind alle da. Oh, unser Dings ist fertig, unser Kerl. Ja, schön. Dann kann ich hier nochmal kurz auf Toilette gehen. Und dann können wir ja nochmal, wenn wir hergestellt haben, nochmal losziehen. 7 Minuten müssen wir ja eh noch warten. Also theoretisch mit einer Minute drauf, jetzt 8,5. Mal gucken, ob wir die restlichen Sachen hergestellt haben. Wie gesagt, ich hab die alle da vorne geräumt, was wir noch hatten. Mehr haben wir erstmal nicht. Jetzt müssen wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir streamen, nochmal ordentlich looten, alles ausbauen und so. Und vielleicht schaffen wir es da hoch, Ebene 3 zu meistern. Da gucken wir aber einfach mal. Ne? Da war ich einfach, oder waren wir einfach ein bisschen zu optimistisch, ne, vor ein paar Monaten nach dem letzten Mal zocken. Da kam ja jetzt auch noch mehr dazu. Ja, stimmt schon. Also Stufe 3 kam nochmal ein paar Sachen dazu und Stufe 4 gibt es ja jetzt auch. Also mal gucken. Bin leider immer verreckt. Ich bin mit dem Bohrer in der Lava hängen geblieben. Oh, schön. Aber jetzt ist ja wieder alles gut. Wenn du das sagst. Ah. Ich will noch ein bisschen ballern. Ja, gedulde dich bitte noch 3 Minuten. Gedulde dich, junge Ballerbahn. Achso, ich habe vorhin Dustin sein Geschenk abgeholt. Das erste meinst du von 2? Ja. Also der große Kasten ist schon da. Mal gucken, wie ich den für euch bekomme, beziehungsweise weiß ich ja gar nicht, wo und wie wir ihm das übergeben. Weiß ich auch nicht. Sollte von da kommen. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Oder so. Ja. Aber da wissen wir wenigstens, wenn wir in den nächsten Wochen noch ein paar Mal spielen sollten, sind wir wenigstens wieder einigermaßen drin und wissen, wie es funktioniert. Ich weiß jetzt ja nicht, wie lange die letzte Folge her war, aber halbes Jahr kann schon sein. Oder, David? Kann ich mal mit dem Handy gucken kurz. Wann die letzte, weil ich die letzte Folge rausgebracht habe, ist ja nicht, wann wir das letzte Mal gespielt haben, aber... Achso, ne, wann wir das letzte Mal gespielt haben, war, glaube ich... Hatte ich ja gesehen, du Dings. Oder kurz die Katze, wenn du sie bei den Katzen verstecken kannst. Wer sind wir? Uff. Spielladen. Wir hatten gespielt 18.07.23. Haben wir zuletzt gespielt gehabt. Vor mehr als 4 Monaten kam die letzte Folge raus. So ist das. So, neue Zeit, neue
Ist Lars denn überhaupt noch da oder starrt er bloß hier in die Ecke? Nein, ich bin noch da. Ich muss gucken, was kommt. Ich hab nur gucken verstanden, den Rest habe ich nicht gehört. Die war ein bisschen leise. Okay, auf der anderen Seite ist ein Stufe 2er Schiff. Mit dem sollten wir weniger Probleme, glaube ich, haben. Oder machen wir das jetzt platt? Genau, ich würde vielleicht noch eine halbe Minute warten, ehe der Nebel weg ist. Packt euch noch ganz viele Granaten oder für einen Granatwerfer noch alles ein und so. Achso, ich muss hier noch, ich mache Rüstung, ehe ich hier wieder... Rüstung habe ich schon ein paar gemacht, hier sind wieder 5 neue drin. Vorne. Hinten ist glaube ich nur eine oder gar keine. Nachgeladen. Sieht so aus. Ja. Lass ja auch mitspielen können. Aber er wollte nicht. Na ja, vielleicht spielen wir beim nächsten Mal nochmal. Ohne mich spielen. Nein, das macht aber nicht Spaß. Es geht uns darum, dass du mit uns spielst. Richtig. Da macht's mehr Spaß. Wo hab ich denn die Waffen her? Alter. Was ist denn eine MPI? Ist das ein Schnellfeuerwehr? Haben wir dafür Munition? Nee, haben wir nicht. Ich hab einen Raketenwerfer. Der ist scheiße. Granatwerfer ist besser. Einen Granatwerfer habe ich auch. Ja, ich hab auch irgendwie im Hinterkopf, dass der Raketenwerfer scheiße war. Ja, weil du also er macht schlecht er macht zielen Schaden. Kannst. Und ewig langsam ist. Mit dem Granatwerfer kannst du mal flupp, flupp. Flop. Eine Klapperschlange und Revolver habe ich. Wo hätten die alle eingesammelt? Ja, egal, von den Typen eingesammelt. Ja, ja. Na, ich konnte ja kaum looten, weil war ja leider ein bisschen Panikmodus gerade. Können wir los oder was? Sieht man schon was? Dann so, tauch mal auf. Nö, man sieht noch nichts. Können wir nicht trotzdem auftauchen? Die Klapperschlange, was brauchen die für Munition? Wir werden trotzdem auftauchen, ja, aber wenn wir nichts sehen, dann wissen wir nicht, wo sie herkommen. Schon mal cool, dass du neue Sachen gefunden hast, Digi. Heißt ja, wir müssen die bloß abballern und looten und brauchen die nicht herstellen, die neuen Gewehre und sowas. Ja, eigentlich ja. Ich hab die Typen alle... Ich bin nicht mal überall zu allen gegangen, sondern... ich guck mir von den Raketen davon nach. Irgendwo waren noch hier. Hier mit Granaten war das, glaube ich. Da waren Raketen, ne? Mal gucken, ob die funktionieren. Aber wir ziehen den dann. Ach, den habe ich auf der Null gezogen. Okay. Oh. Wie lange wollen wir denn warten, David? Ja, wenn man was sehen kann, kann man auftauchen. Man kann immer noch nicht sehen. Also man kann was sehen, aber es ist alles verbrannt und leicht neblig noch. Ja, tauchen wir auf. War der Speicher vorher noch und dann. Viertelstunde haben wir noch. Der David muss nicht schlafen hier. Die Zuckersüße, die Zahldarmung kommt gleich. Also ich hab keine bestellt. Ach komm. Vorhin hast du doch gesagt, du hast sie für 5 Minuten geordert. Da vorne oder so? Ja. Na klar, hauen wir das Ding Stufe um. Stufe 1. Gucken. Stufe 2, da ist ein Ton. Thank you.
draußen schon mal anfangen abzubauen, ja. Das ist nicht zu looten, ne? Mann, ey. Das Ding, der Schocker. Wollte gerade sagen. Ach, da oben ist der. Alter, okay. Achso, ihr müsst hier die Teile, die kaputt gehen, auch legen aus, haben wir so ein paar Wochen rum. Jetzt ist er am Arsch. Oh, hier ist noch kaum was mitnehmen. Da war ich so viel Muni bei. Müsst ihr looten. Kann ich looten. Ich kann kaputt machen bei euch, aber looten kann ich Sachen mit, Leute. Das bringt gar nicht. Dafür müssen wir ganz schön schnell und schlafen gehen. Yep. Ja. Jetzt raus da, es explodiert. Rucksack voll. Ja. Was sind das? Stufe 2 Dinger? Aber auch zerbrochen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Nee, sind... Ah, scheiße, das heißt Bier. Hacker-Werkzeuge habe ich jetzt hier. So, wo wollen wir noch hin? Titanenbarren braucht man auch, wa? Todesgrube. Hier ist noch irgendwo was aufge... Irgend so eine Axt oder so ist hier gerade aufgepinkt, aber die ist weg, hä? Für beide, David. Axt. Da ist so noch recht viel schwarz, ne? Oben. Wir haben die ganze Insel noch gar nicht erkundet. Vielleicht wenn überhaupt drei Viertel. Da war ja, das wieder gut, okay. Ein bisschen. Ja. Nord und Süd. So. Süd-Nord, Nord-Süd. Nordwest meine ich. Nordwest und Norden haben wir nicht viel und oben auf dem Berg haben wir noch nicht viel. Warte mal gucken, wir waren ja gerade hier drüben und hier unten ist irgendwie eine Axt auch. Bin bei dir. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel beim letzten Mal flüssiger und besser lief. Ja, weiß ich gerade auch nicht, also... Ist durch die ganzen neuen Sachen, die dazu kamen. Na, ich vermute jedes Mal, wenn wir hier die Map erkunden oder die quasi ja, so hier auf... waren wir schon.
Ja, hier ist aber noch ein bisschen Loot drin gewesen. Mich würde interessieren, was da hinten ist, aber schwimmen konnten wir nicht. Ach, wir sind hier wieder am Anfang. Ja. Und wer schießt hier auf mich? Meinst du, willst du hin zu dem Vulkan oder willst du zu dem großen Ding da hinten? Kristallader. Wefelader. Na, wir hatten eine Mission, dass wir zum... Oh, die ist weg. Komisch. Wir sollten zur Todesgrube. Deswegen bin ich hier den ganzen Weg nach unten gefahren. Da hat uns die Quest das angezeigt. Todesgrube ist aber da oben links. Die Todesgrube ist da drüben der Vulkan oder was? Nee, hier. Kann man da pingen? Nö, nee, geht nicht. Glaube ich nicht. Nee, wir sind da daneben aufgetaucht, weil auf der Todesgrube war das Schiff, was wir gerade zerlegt haben. Okay, das Schiff haben wir da drüben zerlegt, ja? Da unten, ja, da liegen ein paar Teile von. Aber hier ist die Todesgrube. Also kann man nicht erinnern, dass... Ach doch, okay. Vielleicht müssen wir alle Teile mal abbauen. Vielleicht sollten wir das Schiff killen. Oh, habe ich meine Picke abgelegt? Nee, ich habe ja die Säge. Müssen wir auch abtauchen und dahin in der ersten unteren Schicht. Ja, kann sein, dass wir da auftauchen müssen. Lars, bist du in der Nähe? Ja, ich komme. Wenn ich lasse mich doch einfach hier. Ja, wir tauchen eventuell eh daneben auf, aber komm doch. Ja, ich bin gleich da. Erstmal gucken. Wenn wir die Türen vielleicht offen haben, können wir trotzdem abtauchen, ja, aber. Gute oder? Frage. Das ist nicht das Spiel vielleicht gemacht. Was? Wenn die Türen offen sind, können wir trotzdem abtauchen, ja, weil der schließt. Ja, die gehen zu, ja. Aber wenn ich hier bin, nee. Ach. Dann tauche ich jetzt erstmal ab. Total. Ist ja sowieso zu späterer Stunde. Ja. Schlimmer Boy. Reise zum Ladeplatz. Stufe 2, ja. Nee, wir sind weitergefahren. Hier drüben sind wir. Aber da schickt er uns jetzt Quest auch hin.
Mann, 9. Oh, ich bin da nicht hoch. Alter, ist fest, ja. Ich höre euch nicht. Minuten. So. Wow. Geht denn Burke in Little Company rein und raus? Eventuell funktioniert irgendwas mit den Mods wieder nicht. Das könnte natürlich sein, da hast du recht, Digi. Yes, ja. Das war beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal ganz viel Farmen und so, würde ich sagen. Damit wir alles ausbauen können, ne? Ja. Ja, es fehlt noch ein Analysator und 3 Forschungsdaten Stufe 3, beziehungsweise eigentlich noch 2. Weil wir hatten, glaube ich, schon so einen Wissenschaftskopf. Ja, genau, einen Wissenschaftlerkopf. Aber ich habe hier hinten ganz viel Stuff drin. Soll ich das mal nach vorne räumen? Ne? Ja, wie gesagt, wir brauchen alles nur, was Stufe 3 ist. Ah, wir brauchen 2 Wissenschaftlerköpfe dafür, also, oder? Theoretisch hätte man gar keine Regale machen müssen. Auch einfach alles in das Hauptding schmeißen können.
Also Leute, ich würde euch auf jeden Fall bis zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen, ihr braucht euch kein dickes Lager machen, schmeißt wirklich alles bloß vorne rein. Ihr braucht es eh zum Verarbeiten, es muss dafür eh vorne liegen. Also von daher macht es überhaupt keinen Sinn. Warum haben wir so viele Module? Weil ich die alle da reinschmeiße jetzt. Aber so viel Platz. Bringt ja nicht, die ja alle überall in den Ecken versauern zu lassen, dann nimmt man es eh nicht mit. Kann man auch gleich alles in den Hauptdings schmeißen. Muss man halt eine Weile durchscrollen, wenn man was Bestimmtes sucht, aber beim Herstellen ist es halt wesentlich einfacher. Gut, aber da hätte ich ja jetzt vielleicht nur Herstellungsmaterial reingepackt. Bist du vollkommen irre, kann man doch alles reinschmeißen. Boah, Kronen haben... So viel Platz haben wir jetzt eigentlich auch nicht. Und das deckt sich doch immer weiter. Am 7. Mai... Nee, die Module stecken sich nicht einzeln. Die stecken nicht zusammen, oder? Habt ihr gehört? Ah, nee, weil die Schaden bekommen haben. Wir müssen die mal reparieren. Dann haben wir am 7. Mai das letzte Mal gespielt. Das dritte Kapitel ist jetzt verfügbar. Großes Update. Nee, Pfeiler, hier diese Deko-Dinger, die verstopfen das nur. Das brauchen wir nicht zum Craften. Welche Deko-Dinger? Na, hier, das haben wir vielleicht aus dem Schiff abgebaut. Sonst nimm das einfach wieder raus und stopf es irgendwo rein, David. Ich muss gerade selber in den Tank lernen und ich suche irgendwas. So, was sagt die Zeit? 2 Minuten. Sind alle drin? Ich bin drin. Oh, irgendwas quatscht. Unser kleiner Roboter war im Boden gebackt, den wir eigentlich haben. Er ist die ganze Zeit beim Heilungs- und Reparaturkram in der Ecke auf dem Boden gebackt. Sagt, die Sachen, die da nicht rein müssen, packst du gerne nochmal weg, aber ich habe eigentlich alles, was jetzt hier rumlag, da wirklich reingestopft, damit wir alles machen können. Das dauert hin und her, dann geht ja auf den Sack. Ja, wir brauchen nur noch einen Analysator, aber Glück haben, finden wir den jetzt noch im Untergrund. Ich weiß nicht wirklich, David, was das groß verstopfen soll, weil alles, was du reinschmeißt, da stackt sich eh und alle und sortiert sich einigermaßen. Ja, aber das Lager ist, naja, und da würde ich halt nur Sachen, die wir zum Craften brauchen, und fertig. Also das heißt, alles fertig. Okay, dann nehme ich dir was. Alles, was so das Endprodukt ist, brauchen wir da nicht drin. Das verstopft es nur, weil wir Munition und sowas herstellen, geht es da ja auch alles drin. Aber hier, ne, nicht diese Turmmunition und sowas rausnehmen. Wir brauchen die Muster auch. Digga, die habe ich da erstmal reingepackt. Wir hatten kaum noch welche. Die waren alle in den Kisten verteilt. Beziehungsweise, wie gesagt, Munition können wir da auch reinmachen, weil wir ja diese Munitionsspender dann öffnen müssen. Ja, hier. Frag mich, wofür wir die Diamanten gebrauchen können. Kannst du Pfeiler einen schönen Ring bauen? Ich denke mal, da brauchen wir. Alter, das leckt.
brauchen wir erst die ganze Stufe 3 Sachen. Ja, oder Stufe 4. Ich decke hier jetzt gerade eine ganze Menge neues Gebiet auf, deswegen. Hey. Nimm den Diamanten mit. Also Stufe 4 gibt es ja auch noch, wenn man hier jetzt auf der Karte guckt. Dann haben sie die bestimmt dazu gebracht. Wo wir das letzte Mal gespielt haben, hatten sie gerade Stufe 3 drin, aber noch nicht komplett ausgebaut. Deswegen hat man ja auch gedacht, das wäre Feierabend. Dann aber, naja. Wer weiß, vielleicht kommt ja auch irgendwann dieses Jahr noch Stufe 5. Wenn man dann von vorne anfängt zu spielen, kann man so einige Stunden mit seinen Freunden hier reinsetzen, wenn man da Bock drauf hat. Ein Analysator. Da ist er, da ist er. Boah, schon Stufe 3. Hier unten wäre noch Campen, dann lass ich entspannen. Dann könnte man nächstes Mal nochmal komplettes Schiff verbessern, weil wir müssen, glaube ich, auch mehr von diesen Tesla-Dingern machen, weil die ja auch die Kanonen und den Quatsch alles zerstören. Ja. Ah, hast du recht. Ne, nice, dann können wir das jetzt noch herstellen. Müssen wir nächstes Mal alle für Stufe 3 herstellen? Dann mal weiter gucken. Handkarte und alles Mögliche. Das Cockpit sollten wir wirklich später vielleicht nochmal umbauen, dass wir die ganzen Fertigungssachen weiter nach hinten packen und hier ins Cockpit dann auch so Karte und so, habe ich gerade gesehen, die man bauen kann und alles Mögliche. Karte zum Beispiel. Positionssitz. Okay. Hebelsäule. Hubaufbereitung. Okay. Kleine Banner. Ja, kam schon so einiges dazu auf jeden Fall. Aber fehlt doch noch ein bisschen was. Wenn man sieht, dass alle noch zum Teil Kupfer ist, zum Beispiel bei Strukturen, müsste das ja auch noch auf Metall gehen. Oder Eisen, besser gesagt. Also ist ja ein Metall. Also ist ja auch nicht falsch. Nice. Ja. Gott, das ist jetzt automatisch. Ja, Stufe 3. Nice, das bedeutet, wir können... Ach schön, zwischendurch hat sich der Stream bei Twitch aufgehangen, aber nicht hier bei an meinem Rechner. Läuft er. Ne, bei mir läuft es weiter. Ne, bei mir auf dem Handy hat es sich aufgehangen, obwohl ich es nebenbei auf hatte. Zweite Herstellung, bessere Munition und Sprengstoff frei. Nice. Aber ich glaube nicht. Achtung. Okay, also wir brauchen noch mehr Analysatoren und Forschungsdaten und Raffineriedaten. Also das heißt mehr große Sachen platt machen. Und so Raumschiffe, also diese kleinen oder großen Drohnen, die Panzer und so, die droppen ja sowas am meisten, ne? Oh, Antimatt. Stra.
Stahl. Sniper-Ammo, Titan, Patronenhülsen. Stahlrumpfteile. 9 Stück haben wir davon. Krasser Scheiß. Hochexplosivwerfergranaten. Oh, okay. Die machen damit 100 muss man Pro das herstellen. Naja, klar, es gibt doch bessere Granaten und so. Habe ich vorhin auch schon gesehen, Digi. Mit Diamanten können wir die jetzt herstellen. Mhm. Das ist alles jetzt neu dazu. Wenn man die Granaten hat, Lobik, dann macht man auch wesentlich mehr Schaden. Braucht man noch nicht so viel Muni. Hier, ach, dafür brauchen wir auch noch Analysatoren. Okay. Ja, nächstes Mal wird eine gute Farming-Runde. Aber wenigstens haben wir die Forschungsdaten Stufe 3 schon. Das heißt, wir haben nur noch 2 von diesen Dingern. Dann können wir weiter forschen. Mhm. Könnt ihr auch mal gucken, es gibt ja mittlerweile auch Mods für das Spiel. Ob ich uns vielleicht ein bisschen mehr uns einen Rucksack besorge. Oh, kannst du gucken. Vielleicht mein größerer Rucksack wird einzeln, was hier jetzt noch echt vom Vorteil wäre. Dadurch, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt und man recht viel Munition mitschleppen muss. So, mit Dinger kann ich nicht upgraden. Aufwerfen geht nicht. Durch das Knüppel, da Lars ja schon lange im Bett liegt, wollen wir nicht langsam aufhören, Diggi? Du wolltest doch eigentlich auch schon ins Bett. Oh, ja gut. Ich hab nicht die Zeit geguckt. Schade. Dann. Naja, Ben, meine Lieben, sagen wir für heute bye bye. Danke für Zuschauen, danke für dabei sein. Auch wenn es heute alles ein bisschen chaotisch war und mehr Pausen und später anfangen und alles. Verzeitet uns und dann zocken wir die Tage weiter, spätestens Dienstag und Donnerstag auf jeden Fall. Sonst sag euch bei Insta und Facebook Bescheid, falls wir hier an der Stelle weiterspielen oder Lego Fortnite weiterspielen oder Baldur's Gate weiterspielen oder World War 3 weiterspielen oder. Lasst euch überraschen. Und falls ihr irgendwelche Wünsche habt, lasst es mich gerne wissen. Schreibt es immer gerne in die Kommentare oder hier auch bei Twitch im Chat. Und lasst gerne ein Abo und ein Follow da. Würden wir uns drüber freuen. Tut nicht weh, geht schnell. Denn bis denn, schlaft schön. Gehabt euch wohl. Bleibt gesund und munter. Hey, in Ordnung. Bye, bye. Bleibt schön an der Stange.